Die Gemeinde kann nachträglich die Zustimmung drucken. Ja, also da, wo Gemeinde steht, einfach freilassen. Ja, da müssen wir nach draußen melden. Ja, passt schon. Können wir dann anfangen? Ja, mach mal. Ja, ja, die waren bis jetzt alle so gut. Okay. Lass sie doch gruselig. ja. Herzlich willkommen bei der Direktkandidaten-AV Wahlkreis 72 in Halle. Ich bin Tina, Landesvorsitzende Landesverband Sachsen-Anhalt und AfD ist jetzt erstmal. Und ich würde mich auch als potenzielle Versammlungsleitung anbieten. Wenn die EU auch mit ein, dann musst du noch eine Frage stellen. Ja. Moment. Dann mache ich das einfach. Zweifelt jemand der Versammelten das aktive Wahlrecht eines die Stimmkarten besitzenden Piraten an? Stell mich fest, dass das nicht der Fall ist, dann darfst du weitermachen. Ach, das war diese schöne Sache. Genau. Gibt es noch andere Kandidaten zur Versammlungsleitung? Ich schlag Christoph vor. Nein. Ich schlag Tino vor. Nein. Gut, sieht mau aus. Jetzt mache ich über mich selber eine Abstimmung, ist irgendwie ungünstig. Wer ist mit mir als Versammlungsleiter einverstanden, möge jetzt sein Kärtchen legen? Ist jetzt dafür oder dagegen? Dafür! Dafür! Gegenstimmen? Traut euch! Habt ihr keine Kontrolle da? Und Enthaltung? Gut, ich bin Versammlungsleitung, yay! Was hört von mir? So. Ja, dann machen wir mal mit den anderen Versammlungsämtern weiter. Gibt es denn Vorschläge zum Wahlleiter? Ich schlage Alex immer vor. Weitere Vorschläge zum Wahlleiter? Gut. Wer ist dafür, dass Alex Zimmer die Wahlleitung übernimmt? Wer ist dagegen? Enthaltung? Gut, damit ist Alex Wahlleiter. Wir haben noch einen Plan aus Kanada zum Akkreditieren. Ja, Akkreditierung ist hier. Akkreditierung ist Wahlleiter. Ich jetzt nicht schlimm. Magst du einfach kurz rübergehen und machen? Ja. Sag vorher noch, wie viel Wahlhilfe du haben willst. Und so. Ich brauche zwei. Mindestens. Gut, gehe akkreditieren, ich wähle dir Wahlhilfe. Gut, wer möchte Wahlhilfe machen? Wunderbar, da haben wir ja schon zwei. Möchte dir erstmal ein paar Sätze zu euch sagen? Ja, ich bin der Björn, bin seit 3 Jahren Pirat, komme hier aus Halle. Ja, und ich mache das ganz gerne. Keine Macht, mach ich's. Der Fahrer ist mal. Ich kann dir helfen, so manches müssen. Ja? Also ich würde das machen, wenn die Wahl kennen wir das nicht. Ich würde es schon hinkriegen, aber ich bin halt auch Wahlhelfer, ne? Also ja, das ist dann doof. Also ich denke schon, dass wir die
13 Leute zählen können, ohne dass dabei das Protokoll zu schreiben. Ja. Okay, so ich würde vorschlagen, wenn Martin es machen möchte, kann er es doch einfach übergeben. Kannst du einfach abstimmen lassen. Wir können darüber zeigen. Gut, wer möchte, dass Martin das Protokoll macht? Bitte Kärtchen nehmen. Wer ist dagegen? Robert ist für die Karte. Enthaltung? Gut. Martin ist unser Protokollant. Ja, dann kommt als nächstes der Beschluss der Tages- und Geschäftsordnung. Hast du vergessen, dass Zeugen gemacht werden? Zeugen war schon immer erst am Ende. Ich brauche das auch noch beenden. Ah, okay. Ja, wer möchte Zeuge sein? Zwei, ne? Der Job der Zeugen ist hinterher das Protokoll an eine Stadt zu versichern, dass wir alles sauber gemacht haben. Das heißt, sie müssen bis zum Ende da sein. Ja, deswegen kenne ich so, dass sie auch zum Ende erst gewählt werden. Wir bräuchten noch einen Zeugen, der bis zum Schluss hier ist. Sind wir bis zum Schluss hier? Jetzt sind wir zum Schluss hier. Ja. Okay, wir haben zwei. Gut. Ist jemand gegen diese zwei? Björn und Christoph? Dann lassen wir uns zwei. Dann jetzt Tages- bzw. Geschäftsordnung. Stand beides im Betrieb. Ist jemand gegen die Tagesordnung? Ja. Ja, das ist der kürzere Weg. Wenn keiner dagegen ist, muss ich den Rest nicht abstimmen. Ist jemand gegen die Geschäftsordnung? Schön. Dann würde ich gerne wissen, ob jemand die Geschäftsordnung gelesen hat, bevor wir die Diskussion abschließen und an die Geheimnisse aufnehmen. Vielleicht nur eine Reihe noch abhandeln, dass wir die Tagesordnung machen, ob noch Anträge zur Tagesordnung sind, dann darf ich vielleicht. Ich habe die Tagesordnung gerade abstimmen lassen. Wenn du Anträge zur Tagesordnung hast, dann habe ich die Abstimmung sowieso als lieber Markus, wenn du alles gut. Wenn du Anträge zur TO hast, kannst du die immer stellen. TO-Antrag ist Änderung der TO, Entschuldigung. Okay? Ansonsten ist die TO jetzt so erstmal angenommen. So. Aufruf zur Einreichung von Wahlvorschlägen. Okay, dann eröffne ich hiermit die Kandidatenliste. Ach, ich habe jetzt alles abgegeben? Oh. Super, ich gebe an den Wahlleiter ab. Kandidatenliste ist eröffnet. Gibt es Kandidaten für Direktmandat, Kandidatur, Wahlkreis 72? Wir haben einen Kandidaten. Das sehe ich zumindest. Wir haben einen zweiten. Haben wir einen dritten? Ja, wir sind an den Antrag. Gut, dann haben wir einen dritten Kandidaten. Hast du deine Fälle ausgefüllt? Geht hinterher auch noch, nur keine Eile. Ja. Ist das die Wahlurne? Das ist die tolle Wahlurne hier. Ruf mal her. Weil wir müssen jetzt die Reihenfolge der Vorstellung auslosen. Wir haben eine Woche. Ja, das können wir dann tun, ne? Mach erstmal das mit der Reihenfolge, oder? Ja. Oder können wir uns dritt schon auf eine Reihenfolge einigen, dann können wir uns ja Prozedere sparen. Nein, nee, das muss gelöst werden. Das muss gelöst werden. Wir machen das nicht. So zu Spaß. Das ist nur das Einfluss, das ist einfach Das ist natürlich der letzte. Ja, ja.
Sagen, welche Kamera er sich jetzt drehen soll, bitte. Kamera 3. Ein von den. Ich halte das so hin, dann kannst du ja. Deine 10 Minuten reden. Okay. Fange ich an. Gut, dann, ich bin Roman Ladig, ich bin 34 Jahre alt, wohne in Halle, bin Diplombiologe, promoviert, zwei Kinder, wohne getrennt. Also, das heißt, nicht geschieden, aber getrennt lebend. Ich bin seit 2009 in der Piratenpartei. Ich habe seitdem viele Sachen gemacht und ich bewerbe mich heute hier auf das, man ja für die, ich kandidiere für, ich bewerbe mich auf das Direktmandat für den Wahlkreis 72 Halle-Saale. Nun ist es ja so, dass die Kandidatur für einen Wahlkreis, also sozusagen für die Erststimme, immer einen gewissen regionalen Bezug voraussetzt. Ne? Also, dass wir als Direktkandidaten sozusagen Halle besonders im Bundestag vertreten sollen. Ne? Das ist natürlich relativ unwahrscheinlich, dass wir in der Piratenpartei jetzt einen Wahlkreis gewinnen werden mit der Erststimme, aber trotzdem möchte ich ein bisschen auch meine Intentionen, was ich im Wahlkampf und im Bundestag so für Halle machen möchte, kurz vorstellen. Das wäre zum einen, was mir ziemlich wichtig ist, den Kontakt mit verschiedenen Bürgerinitiativen, NGOs und der Öffentlichkeit in Halle sozusagen, was vorrangig, denke ich, auch über die Bürgerforen und die Podiumsdiskussion im Rahmen des Wahlkampfes passieren wird. Ich freue mich da auch schon mit den Bürgern und den Initiativen direkt ins Gespräch zu kommen und sozusagen meine Person vorzustellen die Meinung und die Inhalte des Programms der Piratenpartei zu verbreiten. Was auch ein sehr interessanter Punkt ist dabei, der mir sehr am Herzen liegt, ist das, ich werde diesen Veranstaltungen natürlich auch Kontakt zu den anderen Mitbewerbern der anderen Parteien im Wahlkreis 72 haben werde. Das heißt also Abgeordnete, die sich für das Direktmandat Parteien von den Linken, von den Grünen, von der CDU, FDP und so weiter bewerben. Und genau in dieser Schnittmenge möchte ich halt aktiv mit diesen Mitbewerbern sozusagen in das Direktmandat in Kontakt kommen und sozusagen auch, was mir sehr am Herzen liegt, parteiübergreifende Arbeit symbolisieren, sozusagen, mehr oder weniger, indem man zum Beispiel parteiübergreifend Initiativen hier in Halle unterstützt oder anschiebt. Weil ich nämlich finde, dass heutzutage die Parteienpolitik halt abgeglitten ist in einen Glaubenskrieg, mehr oder weniger. Ja, es wird innerhalb starrer Denkmuster sozusagen seiner eigenen Partei gedacht und auch argumentiert und sozusagen das eigentlich das immer hervorgehoben, was einen voneinander trennt und nicht, was auch die Gemeinsamkeiten sind eigentlich. Und das finde ich, ist ziemlich abträglich für die Demokratie und es wäre wirklich ein gutes Zeichen
für die demokratische Entwicklung und für die Stärkung der Demokratie, wenn parteiübergreifend in Halle zum Beispiel Initiativen gestartet werden. Ja, was ich noch machen möchte, falls ich denn jetzt im Bundestag gewählt werde, unwahrscheinlich über direkten Kandidaten, wahrscheinlich oder eventuell über die Landesliste, man weiß es nicht, aber trotzdem kann ich mir was vornehmen. Das wäre, dass dann ein Wahlkreisbüro, was ich dann finanzieren möchte in Halle, als sagen wir mal, offene kulturelle Begegnungsstätte ausgekleidet wird, dass da im Sinne der Piratenpartei Medienkompetenz zum Beispiel an verschiedenen PC-Terminals und so weiter gelebt und erlebt werden kann. Und dass sozusagen auch was ein sehr wichtiger Punkt ist für mich, dass sozusagen die direkte Verbindung zwischen Halle, zwischen dem Wähler und dem Mandatsträger sozusagen aktiv erhalten bleibt. Das heißt, dass zum Beispiel über Liquid Feedback, welches direkt in die Fraktion geht oder direkt an den Mandatsträger, direkt über den Kontakt mit dem Bürger in dieser offenen Begegnungsstätte, was im Wahlkreisbüro wäre, über das Feedback da wäre, was mache ich da gerade, was wollt ihr, dass ich mache und was denkt ihr über das, was ich da gerade tue. Immer im Konjunktiv natürlich. Eine weitere Sache, die mir sehr am Herzen liegt, mein Kiez sozusagen ist ja Heide Nord und in Wettin. Besonders Heide Nord ist ja auch ein gewisses ein sozialer Brennpunkt. Und mein Kiez komme ich natürlich auch öfters in Gespräche mit verschiedenen Leuten da und man hört immer sehr eine gewisse Politikverdrossenheit raus. Und ich möchte halt in meinem Kiez da diese Politikverdrossenheit erstens mal im direkten Kontakt angehen und zweitens mal auch über gewisse innovative Formen der Wahlwerbung und der Wahlsichtwerbung dem entgegenwirken, sozusagen halt Wahlwerbung auf den Stand des 21. Jahrhunderts bringen. Ich möchte das nicht weiter vertiefen, aber ich glaube, alle wissen, was in dem Punkt gemeint ist. Wenn nicht, dann könnt ihr da anschließend nochmal dazu fragen. Soll ich nicht kurz nochmal auf den Zettel gucken, welchen Punkt ich vergessen habe? Genau, da komme ich nämlich dann schon fast zu Ende. Und wie ihr wisst, bewerbe ich mich ja auch für die Landesliste der Piratenpartei Sachsen-Anhalt, um darüber dann in den Bundestag einzuziehen, falls wir Piraten über 5% kommen und ihr mich an einem der geeigneten Landeslistenplätze wählt. Ist mir völlig bewusst und ich habe in letzter Zeit halt sehr oft darüber nachgedacht, dass ich bin ja auch im Vorstand von der Piratenpartei Sachsen-Anhalt, im Landesvorstand und eine Direktkandidatur und eine Landeslistenkandidatur in den vorderen Plätzen, dass das eine sehr hohe Arbeitsbelastung ist. Nicht nur eine Arbeitsbelastung, sondern dass auch, sagen wir mal, von der Prioritätensetzung her so ist, dass ich darüber nachgedacht habe, mein Vorstandsamt zurückzugeben, also zurückzutreten von meinem Vorstandsamt, wenn ich in der Landesliste nach vorne gewählt werde. Ganz einfach, damit ich mich voll auf den Wahlkampf konzentrieren kann, damit ich auch, sagen wir mal, Kompetenzenüberschneidungen oder halt, wie sagt man, Beeinflussung zwischen den verschiedenen, also zwischen Amt und Kandidatur vermeiden möchte und auch mich halt, wie gesagt, die Zeit zu haben, voll und ganz für den Wahlkampf in Halle und eventuell für Sachsen-Anhalt gesamt mich einbringen zu können. Da denke ich, dass ich den Job des stellvertretenden Vorsitzenden nicht so ausfüllen kann, wie ich das bisher getan habe und auch tun möchte. Und deswegen würde ich das an der Stelle tun, das wollte ich euch an der Stelle gerne noch auf den Weg geben und das war meine Vorstellung. Ich habe genug Zeit gehabt. Achso, gleich im Anschluss. Kurze Frage, wollen wir das nicht machen? Vorstellung und dann Fragen an die Kandidaten? Ich glaube, jetzt ist es eigentlich besser, weil wahrscheinlich Sachen doppelt und dreifach kommen werden. Würde ich bevorzugen. Ja. Also ich sage nur, das war was in Münster und es war, also, war auch ganz gut so. Ich glaube, dieses... Wenn sich dann noch neue es Fragen ist halt auch das Ding, wenn jetzt das hintereinander ist, man merkt sich ja auch nicht mehr, was der Erste gesagt hat und dann ist so die Chancengleichheit so ein bisschen flöten gegangen. Wir machen das jetzt so. Liebe Versammlung, wollt ihr die Kandidaten direkt nach
der Vorstellung befragen. Die Alternative wäre, alle gemeinsam, wenn sich jeder vorgestellt hat. Wer ist für eine direkte Befragung nach der Vorstellungsrunde? Wer ist für eine gemeinsame Befragung, wenn sich alle vorgestellt haben? Joa, die Versammlung möchte die Kandidaten nach den Vorstellungsrunden gemeinsam befragen. Sehr schön, dann machen wir das so. Und ich glaube, da möchte ich erstmal akkreditiert werden. Ja, machen wir gleich. Ich komme gleich. Gut. Dann, Roman, hattest du genug Zeit, dich vorzustellen? Hatte er. Sehr gut. Dann ist jetzt Stefan dran mit seinen 10 Minuten. Ist es okay, wenn ich hier bleibe und eigentlich so ein bisschen nein, dann nein, schreibe? Nein, ist die Versammlung der Meinung? Nein. Dir ist schon klar, dass du noch 2 Wochen bis Dessau hast, oder? Dir ist schon klar, dass du noch 2 Wochen bis Dessau hast. Ich hab jetzt nicht auf dem Kalender. Mach die auch. Ach, hier muss ich stehen. Das ist ja witzig. Retten, was immer. Kann ich irgendwie so viel auch verstehen? Wie sehe ich irgendwie alle? Für ihn und so? Sieht das für mich noch? Ich glaube, dieses Kreuz ist doch nicht umsonst. Ja, aber. Kannst dich einfach im Kreis drehen. Ja, hallo, mein Name ist Stefan, Stefan Jurik, ich bin 28, komme aus Halle, studiere noch an der Martin-Luther-Universität Geographie mit Soziologie und Ethnologie. Ich habe eine relativ umfangreiche Bewerbung auf meiner Wiki-Seite bereits eigentlich auch vor ausreichender Zeit veröffentlicht. Ich möchte es eigentlich auch jetzt nicht mal irgendwie wiederholen oder jetzt irgendwie anschneiden. Was mir wichtig wäre bei einer Direktkandidatur bzw. überhaupt bei einer Kandidatur, ich bin da so ein Little Feedback-Fetischist und ich bin auch der Meinung, dass ich ganz viele Dinge, die ich tun kann, tun soll, zumindest mit der Basis halt zusammengestalten sollte und dass dieses Tool halt eigentlich genau die Möglichkeiten schafft. Klar, es gibt dieses Direktansprechen etc., aber ich glaube auch, dass wir immer noch ein Defizit haben, für die Macht, die dieses Werkzeug eigentlich für uns hat. Ja, das ist so eigentlich mein Hauptpunkt bei meiner Kandidatur. Ich möchte euch damit, ich benutze jetzt dieses beschissene Wort, abholen und mitnehmen. Ja. Das ist Politikersprech par excellence. Ja, und ich denke eigentlich, ja, dass ich in letzter Zeit einiges mich auch versucht habe, in die Bundespolitik irgendwie der Piraten, zumindest in die Bundesposition einzuarbeiten, dass ich versucht habe mitzugestalten, dass ich eigene Initiativen eingestellt habe und versucht habe, auch mir so ein paar Nischen zu finden, wo ich mich auch ein bisschen besser auskenne. Ja? Also weil es natürlich, man hat halt irgendwie so viel Allgemeinwissen über die Alltagspolitik und so, aber naja, sobald man dann irgendwie mal genauer gucken muss, wie sind denn eigentlich die Lösungsvorschläge oder die Alternativen, dann muss man dann natürlich schon genau hinschauen. Und, das geht meistens eigentlich auch nur meiner Meinung nach im Schwarm und nicht nur durch Experten oder durch eine Anzahl von Menschen, sondern ich glaube, die Größe der Basis macht es. Ja, ich würde das eigentlich auch erstmal so lassen wollen, weil ich denke, dass die Fragerunde keinen Fall hat, das effizientere Mittel ist. Dankeschön. Gut. Na, was? Neo, hast du genug Zeit, dich vorzustellen? Ja, hatte ich. Ja, die meisten kennen mich. Die, die mich nicht kennen, stelle ich mich nochmal kurz vor. Marco Kuhnlieder, mein Name. 38 Jahre alt, Berlin geboren, in Harz groß geworden, in Halberstadt. Bin gelernter Bürokaufmann, habe meinen Zivildienst geleistet in schönen Halberstadt, im Pflegeheim. Ich habe Umwelt- und Verfahrenstechnik studiert, 4 Jahre in Köthen. Bin leidenschaftlicher Sportler, habe jetzt 35 Jahre umfangreich in vielerlei Sportarten Sport getrieben.
ein Durchbruch an die Sportschule oder Gewinn einer großen Meisterschaft ist mir leider verwehrt geblieben. Vielerlei Ursachen, das bedauere ich bis heute. Ich habe Sportvereine gegründet, Sportvereine verlassen müssen, aufgenommen worden. Ich studiere aktuell Rechtswissenschaften, ja, im MLU, im 11. Semester, sportive in Richtung Examen im Bereich Staat und Verwaltung, öffentliches Wirtschaftsrecht, außen um die EU, Bundeswirtschaftsrecht, Grundrechte, Verwaltungsrecht, das heißt, was jetzt im Bereich Staat und Verwaltung so steht. Jetzt muss ich auf meinen Zettel gucken, was ich so erzählen wollte. Ich bin Inhaber eines Sportinformationsportals für Halle, das wir jetzt auf Deutschland ausgeweitet haben, ganz mutig. Ich habe einen Sportfachhandel und bin leidenschaftlicher Bergsteiger. Ich hoffe, dass ich euch mal dieses Jahr ein schönes Foto von einem 4000er mit einer Piratenflagge geben kann. Also das haben wir letztes Jahr schon versucht, aber da bin ich dann auch mal gescheitert. Aktuell organisiere ich mich oder arbeite ich in der AG Strategie im Land und im Bund. Ich bin Mitglied der BTW 2013 im Land und organisiere für Halle das monatliche Diskussionsforum. Gleich in Eigenwerbung, Donnerstag 18:30 Uhr, Palais S. Zum Thema 30-Stunden-Woche, Lösungsweg oder Spinnerei für Vollbeschäftigung. Zu meiner Person. Ich denke, dass ich ein umfangreiches, breites Allgemeinwissen habe in jederlei Hinsicht, um eher Generalist zu sein und Verbindungen und Verknüpfungen zwischen einem Problem und politischen Anforderungen, die in dieser Zeit wichtig sind, zu erkennen und zu haben. Ich habe aufgrund meines Studiums natürlich eine vertiefende Rechtskenntnis in verschiedenen Dinge, wobei ich zugeben muss, Zivilrecht und Strafrecht ist echt nicht so meins. Ich stehe für den totalen Transparenzansatz in der Politik, wo wir immer noch nicht dazu gekommen sind, das zu diskutieren, wie weit der nun reichen soll oder ob der wirklich dann am Ende total ist. Ich stehe für Nichtdiskriminierung und Gleichbehandlungsthemen, wo ich glaube, mich auszukennen. Mir liegt soziale Gerechtigkeit und politische und staatliche Gleichbehandlung sehr am Herzen, weil ich ja immer wieder auch aus eigener Erfahrung feststelle, dass da viel freier Raum ist, der noch unbesetzt ist. Und ich bin, glaube ich, fit im Wirtschafts- und Steuerrecht. Also auch ohne mein Jurastudium ist das möglich, das traue ich auch jedem anderen hier im Raum zu. Und mir liegt eine transparente Verwaltung sehr am Herzen. Da habe ich also auch schon mit Michael Müller damals eine Idee gehabt, die wird zur gegebenen Zeit mal veröffentlicht werden, dass vielleicht dann auch die Piraten sich mal durchlesen können und dann bewerten können und vielleicht auch beurteilen können, ob sie es mit auf ihre Agenda setzen, um das weiter zu verbreiten. Und ich hoffe, dass zu meiner Person das soweit erstmal ausreichend ist. Meine Ziele sind, knapp gesagt, Hartz IV muss weg. Vollbeschäftigung ist für mich ein Grundziel, weil daraus für mich einfach ein Primärproblem besteht. Wenn man das löst, dann löst das viele, viele weitere Probleme, die hinten drauf liegen und einfach ursächlich aufgrund mangelnder Lohneinnahmen sind. Ziel ist von mir auch, dass wir weiter in der EU bleiben. Ich bin also wirklich Verfechter des EU-Gedankens. Und Transparenz in der Politik. Da sehe ich also meine großen Arbeitsfelder und Arbeitsfelder. Ja. Dankeschön. Also der Alle hat so genug Zeit, sich vorzustellen. Machen. Ich war einmal frei. Ich habe aus dem Stream die Frage, ob die Versammlung da zustimmt, wenn Fragen über das Pad gestellt werden von außen. Gut. Ist die Versammlung damit einverstanden, wenn Fragen aus dem Pad gestellt werden? Dafür? Gut oder gegen? Enthaltung? Gut. Dann blende ich den nicht an. Lass dich enthalten. Ich habe eine Frage. Ja.
Gibt es dann eine Vorsortierung, dass keine Fragen gestellt werden, die jetzt jemand persönlich anfragt? Sortierung der Fragen ist im Zweifelsfall vor allem. Aber wer macht den Pet-Proxy? Das stimmt, das ist die spannende Frage. Also ich habe ein Pet, das ist die 123 in Pet-Space Lesser Room. Den würde ich dann unten einblenden, denn das hat jemand was anderes. Alex hatte gerade, glaube ich, auch eins aufgemacht. Egal, passt. Solange so. Eins nee, wir nehmen deins. Weil ich habe sowieso dieses Leid. Ja, ich wollte das kundtun. Gut. Gut. Also alle Kandidaten mit vorne und unten fragen. Alex? Was? Hast du dir das so vorgestellt, dass sie sich jetzt alle drei hier hinstellen zur Befragung? Ja, ihr könnt auch Stühle mitbringen. Ich empfehle Stühle, dann bitte ich die Kandidaten bitte zur Befragung nach vorne. Was sind die Adresse? Das ist meine, du kannst gerne meine Stühle haben. Ich würde euch ein bisschen mehr Wickel in die Richtung empfehlen. Ich habe es mir das Screen gerade angeguckt. So? So? Hier zum Rücken. Baut doch so einen schönen Halbstuhlkreis. Ja, genau. Ein schönes Dreieck, meinst du mit drei Stühlen? So, Neo, noch da dran, ich komme gleich mal zu dir. Ach, das ist doch jetzt Quatsch. Wir müssen rumrutschen, wir schreiben uns zu euch, ihr fragt uns doch, oder nicht? Ja, das sieht man aber nicht dann von da. Ich dachte, da ist die Kamera. Die ist nicht für Stream, die ist für die Perspektive. Mach einfach mal Zimmer. Wollte ich auch gerade sagen. Wir müssen dann versetzt machen. Die Kamera läuft? Welche Kamera läuft? Ihr sitzt so, dass ihr genau in keiner Kamera seid. Ja. Mach doch bitte. Dann setzen wir uns vielleicht da so im Kreis hin. Ja. Ist egal, wir sprechen doch zu euch. Und das ist doch da nur Rand. Naja. Ja, wo ist er? Also einzig nicht. Achso, Roman. Achso. Ja, so ist es in Ordnung. Wenn du dich dort hinsetzt, ist alles in Ordnung. Zettel wird eng, ne? Moment. Ja. Oh, ich muss wieder leise rausreißen, dauert einen Moment, sonst. Nee, das kannst du schnell machen. Schlägt der nicht im Weg? Nee, wo ist das? Aus Ermangelung eines Saalmikros und der üblichen Rednerliste würde ich das, glaube ich, mit Melden machen. Also wer Fragen an einen oder alle Kandidaten hat, bitte melden, sagen, wie mir die Frage stellt. Soll ich noch meine Stimmenkarte mitnehmen, falls irgendwas ist, oder? Nee, ihr habt jetzt die Frage, jetzt ist eigentlich nichts mit Stimmenkarte. Ja, ich würde erstmal die Leute im Saal sofort zuprüfen, beziehungsweise wir haben ja eh Zeit, also die Fragen aus dem Chat kommen ja eh auch alle. Gut. Gibt es aus dem Raum Fragen? Anne? Frage an alle Kandidaten. Gestern war Tag der Privatsphäre. Warum wart ihr gestern nicht mit demonstrieren und wärt ihr Direktkandidaten gewesen, hättet ihr dann mit demonstriert? Ich war in Leipzig. Und, bei der Gründungsveranstaltung der Leipziger, wie heißt das, Piraten Leipziger Landgut. Und wenn ich, klar, wenn ich Zeit habe, mache ich das wissen. Ich war mit Umfeld unterwegs beim AC. Wer denn? Leo. Leo. Ja, wenn du ein bisschen vorrutschen könntest, weil man dich im Stream gar nicht sieht, weil der alle in einer Reihe sitzt. Bloß ein Stückchen vor. So. Macht doch, danke. Ich war gestern in Halle. Ich wusste von der Aktion nicht, weil ich in den letzten. Also doch, stimmt, ich wusste davon. Ich wusste nicht, wann das Datum war. Und ich war auch die Woche zuvor in Münster. Deswegen ich auch relativ eingeschränkt irgendwie informiert war, was momentan bei uns so im Lichtkreis so abgeht. Also ich habe mich dann auch wieder mehr auf, wenn ich was für die Piraten gemacht habe, auf die Bundesebene konzentriert.
Die Frage, ob wenn ich Direktkandidat gewesen wäre, ob ich dann da gewesen wäre, wahrscheinlich wäre es das Gleiche gewesen. Ich bin nicht so der Mensch, der irgendwie unbedingt immer rausgehen muss oder an Demos teilnehmen oder sowas. Ich bin eigentlich eher so jemand, der sich so ein bisschen eher, keine Ahnung, online vernetzt oder online arbeitet und Sachen vorschreibt oder so, solche Sachen. Nur mal so, als, damit ihr es wisst, ihr seid quasi, also die komplette Seite da drüben sieht man im Stream ganz gut, nur falls ihr irgendwelche Sachen tun wollt, die man im Stream nicht sehen kann. Wollt ihr euch nur gesagt haben. Ja. Eine Frage an alle, nehmt ihr regelmäßig Drogen, legale oder illegale, oder verschreibungspflichtige Medikamente, die Sinneswahrnehmung beeinträchtigen? Was ist für dann fange ich mal an. Ihr könnt Fragen auch mal ablehnen, ne? Also ich bin eigentlich seit also fast mein ganzes Leben lang relativ frei von, nennen wir es mal, Rauschmitteln. Ich trinke keinen Alkohol, ich rauche nicht, ich rauche gerne Marihuana, auch wenn das mir manche auch meines Bartes gerne unterstellen wollen. Ich habe auch noch nie irgendwelche härteren Mittel oder irgendwas benutzt, ich habe keine Medikamente genommen. Ich bin, was das angeht, relativ clean und habe es eigentlich auch nicht vor zu machen. Was, das möchte ich betonen, nicht meiner Meinung nach in Konkurrenz steht zu unserem Grundsatzprogramm Sucht- und Drogenpolitik. Das möchte ich gleich betonen. Bevor der nächste antwortet, ganz kurz, wir haben uns gerade geeinigt, dass ihr nur diese Frage so interpretieren sollt bezüglich legaler Sachen. Alles andere so, brauchst du nicht beantworten. Markus? Ja, das sollte anzeigen, wenn wir das mitteilen, wenn wir jetzt bis jetzt nie bewusst jegliche Art von Drogen benutzt haben. Und ja, also ich bin für eine Cannabis-Freigabe auf jeden Fall. Also jeder soll sich da seiner Sucht glücklich sein, so wie andere Alkohol trinken. Ja, ich bin auf jeden Fall etwas progressiver, was die Umsetzung des Programms angeht in dem Punkt, weil ich finde, dass erstmal, das ist eine persönliche Sache, die sollte jeder für sich selber entscheiden, was er daraus nimmt. Genau, und in dem Punkt halt auch finde ich, dass die Liberalisierung ganz wichtig ist. Und nimmst du Drogen? Ja, ich nehme Drogen, zum Beispiel Tein, Koffein, ab und zu Nikotin. Und dann grenz mal ab und gehen in den Rest. Und wie gesagt, also man kann das gut gerne konservativ stigmatisieren und so. Ich probiere regelmäßig und gerne auch illegale Drogen aus. Und falls es irgendjemanden von euch gibt, der meint, ich hätte da Probleme mit, dann möchte ich bitte darauf hinweisen. Ich meine, jetzt nicht. Ich zeige auch, da wird gerade gestört, also warte ich, bis sie fertig ist. Nicht so böse gucken. Wer? Also, Roman, kriegst du gleich die Frage von mir zurück. Was meintest du mit Wahlwerbung des 20. Jahrhunderts? Ah, ja, sehr gut. Also im Rahmen des legalen Wahlsichtwerbung bezüglich zum Beispiel Moos-Graffiti, zum Beispiel Laser-Graffiti, zum Beispiel Sprühkreide-Stencils, das heißt also Schablonentechniken und so weiter, also so in Richtung Street Art. Und das Ganze natürlich auch dann kombiniert mit einer Dokumentation, dass man das auch, also per Video, dass man das auch noch weiterverwenden kann. Was war das gerade? Sprühen? Ja, das sind das ist nicht richtiges Graffiti, sondern das ist wasserdichtes Graffiti sozusagen. Im Rahmen der, irgendeiner hat es mal nachrecherchiert, das ist im legalen Rahmen sozusagen. Dadurch, dass es kein Sachschild ist. Ja. Das ist der entscheidende Punkt. Strafrechtlich nicht anbauen bei Kindern. So, gibt es noch Fragen hier aus dem Raum an die Kandidaten?
Okay, immer mit der Ruhe. Ja, okay, immer mit der Ruhe. Jetzt fange ich mal an aufzuschreiben. Johannes, Anne, Andrea, Henning. Die Reihenfolge kann jetzt möglicherweise nicht stimmen, weil ihr alle relativ gleich oben waren. Johannes? Ja, meine Frage geht an Anne. Mich würde interessieren, wenn wir im Bundestag kommen, wie es mit Koalitionen handhaben würde. Also Angeboten, Minderheitsregierungen, Tolerierung, möglichen Koalitionen. Möchtet ihr da etwas konkret ausschließen oder sagen, wir sind prinzipiell offen? Also spekulieren natürlich schwierig. Ich würde nicht prinzipiell irgendwie sagen, eine Partei ausschließen. Ich würde aber auch nicht prinzipiell sagen, mit der Partei auf jeden Fall. Weil eigentlich sollte es ja um die Sache gehen und nicht um Parteien. Und so halte ich das eigentlich auch. Und ich glaube, dass da die Basis auch ein ganz gutes Wort dann mitreden wird und mitreden muss. Ja, ich bin gegen Koalition. Aus dreierlei Gründen. Die erste ist, ich sehe darin einen politischen Fehler, der zu dem System und dem Zustand führt, wie wir ihn jetzt haben, weil die gemeinsamen oder die Koalition an sich in ihren Einzelteilen nicht mehr in der Lage ist, pragmatisch und sachlich auf einen Antrag oder Ideen oder Gesetzesvorschläge einzugehen, sondern an den Koalitionsvertrag gebunden sind. Das halte ich für äußerst ungünstig. Zweitens kann ich selbst nicht mehr in der Sache sozusagen bei einer neuen Informationslage, die ich ja bekommen kann, wenn das Thema auf den Tisch kommt, frei entscheiden, was ich als große Behinderung finde. Und drittens sollte das, hat es auch finanzielle Vorteile, die das politische System in der Form festigen, wie wir es jetzt haben. Und das lege ich die Koalition in irgendeiner Form ab. Also die Piraten sind schlau genug und sind in der Lage, auf alles zu reagieren und entsprechend auch pragmatisch zu sagen, hier können wir zustimmen, hier sind wir dagegen oder hier können wir mal eine völlig liberale Ansicht vertreten und hier eine völlig konservative und dieses Festlegen dann noch eins, halte ich für ungünstig. Das ist eine sehr gute Frage, auf jeden Fall. Meine Meinung dazu ist, wenn wir es im Bundestag schaffen und sozusagen Optionen dahingehend hätten, ist es so, dass wir Piraten ja eine Koalition auch anders verstehen können, zum Beispiel als Themenkoalition oder Ad-Hoc-Koalition, was interessant wäre in dem Bereich bei Minderheitsregierungen zum Beispiel, die ja für ihre Gesetzesinitiativen und Gesetzesentwürfe immer ihre jeweiligen Minderheiten, Mehrheiten, Entschuldigung, sich zusammensuchen müssen zwischen verschiedenen Fraktionen. Ja. Und da ist es auch ganz wichtig, dass wir zum Beispiel, wenn es in Koalitionsverhandlungen käme, dass wir Piraten ja dafür stehen, dass erstens mal dieser transparent erfolgt, zweitens, dass wir unser Tool, Liquid Feedback, sozusagen als Rückkopplungstool damit reinbringen. Das heißt, dass wir auch keine Fraktionsdisziplin haben werden, oder Fraktionszwang, wie es ursprünglich so bezeichnet wird. Und das ist sozusagen auch, das muss dann ein potenzieller Koalitionspartner auch im Einklang gehen. Deswegen glaube ich nicht, dass das der Fall sein wird. Ich, von meinem Verständnis, präferiere schon in Richtung halt Tolerierung, das heißt eine Minderheitsregierung, weil man an dem Punkt halt wirklich exemplarisch darstellen kann, dass Politik auch so funktioniert, dass man halt zu verschiedenen Gesetzesentwürfen sich seine Mehrheiten in den unterschiedlichen Fraktionen sucht. Und dass es gar nicht so selten ist, wie man immer denkt, ja, sondern da gibt es halt ungefähr ein Drittel, habe ich nachgelesen letztens, aller Regierungen sind Minderheitenregierungen, die funktionieren. Und dieses große Durchschlagargument, ja, wir brauchen eine stabile Kanzlermehrheit, das ist irrelevant, meiner Meinung nach. Gut, Anne? An Markus, du hast vorhin deine Mitarbeit in der Projektgruppe zur Bundestagswahl in Sachsen-Anhalt betont. Inwiefern passt das damit zusammen, dass du aus der Gruppe ausgeschlossen wurdest und was meinst du dort bisher geleistet zu haben? Möge sich jeder selbst mal ein Bild machen, ist alles extrem. Ja, kann ich dazu nicht sagen, weil das andere sind persönlich. Gut, Andrea? Wir sagen hier, wo ich anfangen soll. Immer noch eine Frage. Ja. Markus, du hast gesagt, Ziel wäre für dich Hartz IV muss weg. Was würdest du an der Stelle sehen? Naja, ein BGE. Also ich bin auch einer Vertreter des BGEs, der sagt, ich habe da, also es gibt ja viele Varianten. Ich glaube sogar noch eine dritte oder vierte zu kennen. Das
Das würde ich gerne in meinem Diskussionsforum demnächst, wenn das gewünscht wird, auch mal besprechen, dass wir da auch mal alle gemeinsam zu einer Meinung kommen und die vielleicht dann auch zusammen vertreten können. Also da, man könnte auch ganz einfach sagen, so wie die Regelung vorher war, war sie schon besser, als sie jetzt ist. So, und da wäre ein Schritt zurück, vielleicht auch ein Schritt nach vorne. Also das zu beurteilen, das ist mir jetzt nicht erlauben. Und ich würde das so sehen. Henning? Ja, Frage an alle. Habt ihr schon mal ein Parteiordnungsverfahren gekriegt, in dieser oder einer anderen Partei? Nein. Nein. Jeder noch? Ja. Ja, Christian. Markus, du hast gesagt Vollbeschäftigung. Auch die letzten Regierungen haben sich das auf die Fahnen geschrieben. Es gibt da so Manipulationen an der Statistik. Das heißt, jemand, der zum Beispiel eine Maßnahme macht, ist nicht mehr arbeitslos. Welche Jobs sind für dich Vollbeschäftigung? Also Sozialversicherungspflichtige oder also in welche Richtung soll diese Vollbeschäftigung dann gehen? Eines lebenswerten und würdigen oder ein Leben in Würde mit seiner Arbeit. Ganz klassisch. Also diese Definition, das gibt es jetzt fünf verschiedene, könnte ich jetzt alle aufzählen, würden wir uns wieder in Diskussion verstricken. Aber wenn du das jetzt als Grenze nimmst, dann sozialversicherungspflichtig, natürlich. Das ist der Anspruch, dass jeder eine Rente hat, anständig krankenversichert ist und auch einen ausreichenden Unterhalt hat, um seine Kinder großzuziehen und noch einen Minus also nachzugehen, Kulturveranstaltungen zu besuchen. Also das kann man jetzt ziemlich breit ziehen. Aber so wie es jetzt ist, dass man wieder 60 Stunden pro Woche arbeitet und man 300-400 Euro Jobs hat, das ist unmöglich. Die 40 Stunden die Woche arbeiten, haben kein ausreichendes Einkommen. Das ist für mich in unserer Gesellschaft, in so einem reichen Land unvorstellbar. Nächste auf der Rednerliste? Ich weiß es nicht. 1, 2, 3. Soll ich anfangen? Ja, mach mal. Wir haben ein liberales Drogenprogramm. Welche Handlungen sollten trotzdem verboten sein unter Drogeneinfluss? Also würdet ihr zum Beispiel einen Alkoholiker im Bundestag gut finden oder am Steuer oder halt Heroinabhängigen im Bundestag oder am Steuer, je nachdem. Das ist eine Frage an alle. Ja, also die Maxime dabei ist natürlich, dass das, was ich möchte, dass mir nicht jemand tut, das möchte ich auch nicht mal anders tun. Und was das Ganze mit dem Bundestag zu tun hat, da gibt es auch Untersuchungen zu, dass von den 600 ungefähr Abgeordneten ungefähr 100 Psychopharmaka nehmen, sogar 40 Kokain und Amphetamine benutzen, aber nur 4 THC ungefähr vermutet wird. Also Alkohol war da noch gar nicht mit drin in der Sache, das ist so eine 50% Sache. Ne? Das ist Piratenteil. Das ist auch weg. Wobei, was kann ich denn da? Also ich sehe das zweigeteilt. Erstens, setze ich mich im Strafrecht für die 0,0-Promille-Grenze ein. Ich sehe das für alle anderen Drogen ebenso. Also wenn ein Fahrzeug führt, soll bei klarem Verstand sein. Wir haben einfach zu viele unschuldige Leidtragende dahinter. Ja, im Bundestag muss ich zugeben, habe ich mich jetzt eigentlich noch gar nicht mit so beschäftigt, weil ich das für die Leute nicht als relevant erachtete. Ich stelle nur fest, wenn die Aussagen stimmen, dass es also ein Thema ist, wo ich denke, so, holla. Wird ja einiges erklären, was jetzt passiert. Richtig, also bin ich grundsätzlich dagegen. Also ich kann nun keinen, wie soll ich das sagen, die Grenze wäre ja wieder, man müsste jemanden beurteilen, also ein Gutachten herstellen, ob der jetzt Alkoholiker ist, suchtkrank oder etc., damit er seine Tätigkeit im Bundestag nicht mehr ausüben kann. Das halte ich für sehr gewagt und steht bestimmten Grundrechten einfach gegenüber, dass jeder theoretisch in seiner Lage frei ist. Inwieweit er geistig beeinträchtigt ist dabei, ist dann immer schwierig einzuschätzen und da muss man dann hoffen, dass das eine Minderheit ist, die eine Mehrheit oder die den Wahlausgang für ein Gesetz oder so beeinflussen will. Wenn das natürlich Grenzentscheidung ist, wo es nur um 2 oder 3 Stimmen geht, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das liegt dann in der Beurteilung eines mindestens 3-köpfigen Gremiums mit 2 Chefen in dem Fall. Und natürlich die Fehler, also die das ist nicht rechtsgültig, beispielsweise. Muss ich jetzt ein bisschen rumeiern, habe ich mich jetzt echt mal nicht befasst, weil ich das nicht für relevant hielt. Aber danke für die Information. Spannend.
glaube, ein ganz wichtiger Aspekt, ich würde nicht unbedingt jetzt so stark auf den Bundestagsansatz eingehen, sondern eher die Frage... War ja generell auf genau, eingeschränkt, genau. Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist auf jeden Fall, wo die Sicherheit gefährdet ist, also zum Beispiel Straßenverkehr, vielleicht auch sicherheitsrelevante Berufe. Also ich weiß nicht, wenn man also im Gerüstbau jemand hat, der aus irgendwelchen Gründen irgendwelche Medikamente oder irgendwelche Stoffe nimmt, die ihm irgendwie schwächen oder sowas, also dann kann das schon oder unaufmerksam machen, dann kann das schon Gefahr werden. Oder also ich meine, da gibt es genügend Berufsfelder. Im Grundsatzprogramm meines, also wenn ich es richtig erinnere, steht drin, dass wir uns eigentlich gegen die Überwachung und die Kontrolle von Arbeitnehmern einsetzen, also dass man halt diese Drug-Screenings oder sowas am Arbeitsplatz macht. Ich glaube natürlich, dass es aber, also in gewissen Punkten muss man da auch natürlich schauen, inwieweit das nicht aufgebrochen gehört, weil es also irgendwo den die Arbeitsplatzsicherheit gefährdet und oder die Verkehrssicherheit. Und ich glaube, da sind wir auf jeden Fall noch nicht so weit, dass wir wissen, wohin die Reise geht. Wir haben da einen Grundsatz, ja, möglichst viel Spielraum lassen, aber wir müssen uns auch natürlich mit der Verantwortung dann, also wir müssen uns der Verantwortung bewusst werden, die daraus entsteht, wenn wir diese Freiräume lassen. Und ich glaube, da wird es noch einige Konzepte geben müssen, wie wir das wollen. Also zum Beispiel, wir sagen, naja, also sowas wie 0,5 Promille ist in Ordnung mit also Alkohol oder wie sieht es mit Marihuana aus, wie sieht es mit Medikamenten aus, etc. Ich meine, das sind ja dann schon sehr starke Detailfragen. Ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man sich auch wissenschaftliche Erkenntnisse wiederum beruft. Also mehr könnte ich da jetzt erstmal zu nicht sagen. Gut, Anne, Roman, der Vorstand wurde mit 8 Leuten für die Bundestagswahl extra breit aufgestellt. Deine Kandidaturen waren vor der Wahl zum Stellvertreter bekannt. Inwiefern würdest du einen Rücktritt für verantwortungslos halten? Ja, das ist eine krasse Frage, verantwortungslos. Ich hätte mich nicht dahingehend geäußert, wenn ich es täte. Habt ihr es verstanden? Oder? Nee, also es gibt Leute, die haben es verstanden, wenn nicht, dann mache ich nochmal konkret. Ich hätte mich nicht dahingehend geäußert, wenn ich finden würde, dass es verantwortungslos wäre. Was bedeutet das jetzt? Ich habe es nicht verstanden. Er findet nicht verantwortungslos. Was? Doppelte Verneinung ist sowas wie eine Bejahung. Ist klar, aber was findet er? Egal. Ein Rücktritt. Okay. Andrea, du bist dran. Markus, würdest du denn dein Studienfach oder Spezialisierung Staat und Verwaltung auch irgendwie im Bundestag dann einbringen wollen oder nachgehen wollen? Ja, kann ich ja. Inwiefern, siehst du da Anknüpfungspunkte auch zu unserem Piratenprogramm? Wie würdest du das verbinden? Ja, erstens, mit dem Wissen kann ich das ja, also grundsätzlich. Das heißt, wenn man jetzt über das SOG redet, dann habe ich das sozusagen schon mindestens einmal im Studium gehabt, manchmal auch zweimal, wenn es mit kommunalisch verbunden ist oder wenn wir Fälle bearbeiten, die klassisch Demonstrationsprobleme aufweisen. Und da kann ich ja sagen, in vielen, vielen Sachen, das ist ja aus meiner Sicht, also da sehe ich das oft auf zwei Teile und sage, das kann ich verstehen als Hintergrund, warum das so ist und unterstütze das auch. Und dann gibt es Sachen, wo ich sage, nee, das ist zu viel oder das ist teilweise zu diffus, damit ist es durch einen Richter nicht mehr absicherbar, dass sozusagen da auch fein genug abgewägt wird, ob da jetzt Grundrechte verletzt werden und so weiter oder ob das jetzt hier berechtigt ist. Und wenn wir gerade so auf das SOG beziehen, da ist es ja einfach nur eine Verdrängung oder nur ein Ersatz. Ein Ersatzmittel, weil man nicht mehr die Mittel bereitstellt, um genügend Polizisten etc. auf die Straße schicken zu können. Und dann versucht man das über Überwachung und Blockierung von Freiheitsmaßnahmen. Eine Frage an die Versammlung? Ja. Kann ich das nochmal umformulieren oder muss ich mir jetzt hinten anstellen, wenn ich ein bisschen? Ich habe hier leider kein Mikro, um das ich dich laufen lassen kann. War sonst immer die Methode. Es gibt, glaube ich, gerade im Raum, sonst möchte jemand vor Andrea drankommen jetzt? Gut, dann kannst du einfach nochmal nach. Die Frage war eigentlich, also möchtest du dann auch in der Richtung im Bundestag arbeiten oder möchtest du etwas völlig anderes tun? Meine Ziele habe ich ja vorhin gesagt, die mir am Herzen liegen, aber wenn sowas natürlich im Bundestag auf den Tisch kommt, Gesetzentwurf oder
Fragen aus der Piratenpartei, wie man sich da und dazu verhält, dann kann ich natürlich meine Kenntnisse, mein Wissen und natürlich auch meine Meinung damit einbringen. Das werde ich auch tun. Also warum sollte ich das nicht machen? Also warum soll ich mich da verweigern, wenn ich Kenntnisse und Wissen dazu habe? Das mache ich natürlich jederzeit. Bedingungsfrei. Gut. Gibt es aus dem Raum Fragen? Markus? Andrea, wenn du vorhast, das noch ein bisschen zu machen, würde ich vorschlagen, ich falle an dich, um das Pad abwechselnd dran zu nehmen. Ich habe auch noch eine Frage. Ja, mach ruhig, also ob du jetzt in welcher Reihenfolge bist du? Okay. Ich habe eigentlich nur noch eine, muss ein bisschen rausholen. Also stellt euch vor, ihr werdet heute gewählt. Ihr werdet heute gewählt und ihr werdet in den Bundestag gewählt. Das sind viele Jahre vergangen. Ihr konntet vieles durchsetzen, was ihr euch vorgestellt habt und was ihr gerne wolltet. Ihr blickt heute zurück. Worauf könnt ihr stolz sein? Das ist die Frage ist so spekulativ. Ich kann das nicht sagen. Ich weiß nicht, was ist. Ich kenne keine Mehrheit im Bundestag. Also es ist so viel Unwägbarkeit. Die Zukunft ist ungeschrieben. Und da heute mit Tieren so auszugehen, das ist ganz, das ist sehr gewagt. Also ich würde sagen, was da drauf eingeht. Okay. Markus, kleinen Augenblick. Kandidaten mal kurz. Hast du einen IO-Antrag? Möchtest du winken? Nee, nur ein kurzer Kommentar. Aber so eine Frage kommen. Auf egal wer Kandidat wird. Ich so schlimm. Christian, Kommentare gibt es sowieso gar nicht. Da bin ich so viel Nachdenkenzeit jetzt. Fragen? Spontan. Ich muss einmal mit einem Satz sagen, ja, habt euch gut entschieden, wenn das denn so passiert ist. Okay. Ich wäre unter all diesen Prämissen sehr stolz darauf, dass ich für eine Aufklärung bezüglich des Fraktionszwangs gesorgt hätte. Auch die sozusagen in der Bundestagsgeschäftsordnung meinetwegen geächtet oder whatever eingebracht hätte sozusagen, was einfach das demokratische Level im Bundestag weiter erhöht hätte und sozusagen fraktionsübergreifend mehr Mitarbeit, also Miteinanderarbeit, Zusammenarbeit gefordert hätte. Letztendlich sehr schön. Ja. Ich glaube, Henning war zuerst dran, der war doch auch noch auf. Reihenfolge, du wirst mir auch extra was schreiben. Ansonsten, jetzt ist mir die Frage ganz anders in den Sinn gekommen, weil ihr alle was zum Fraktionszwang gesagt habt. Das ist eine blöde Frage, weil ihr alle das beantworten müsst und nacheinander, aber egal. Ihr sagt ja, dass es einen Fraktionszwang gibt. Wisst ihr denn eigentlich, wie der überhaupt zustande kommt? Weil so rein theoretisch gibt es ja gar nicht. Wie kommt denn der überhaupt zustande? Und Tommy, können wir mal kurz das... Danke, Henning, ich hätte jetzt auch gefragt. Ja, das ist doch offensichtlich. Der Plan. Ich wollte fragen, ob ich es zumachen kann. Nicht, ob er es zumachen kann. Also, das ist eine Fraktionsdisziplin. Die Technik wie heißt man, exakt ausgedrückt, ist es Fraktionsdisziplin, nicht Fraktionszwang. Es gibt keine gesetzliche Grundlage dafür. Die ist historisch gewachsen aufgrund der Geschlossenheit der Opposition zur Weimarer Zeit in der SPD und auch in der nachfolgenden Zeit in der KPD, dass die stringente Oppositionsarbeit machen können, sozusagen. Aber ich, ja, Jeopardy. Und zwar ganz einfach, man macht dann auch solche Vorabstimmungen, das ist so eine Auswirkung und versucht dann die sozusagen nicht für einen Gesetzesantrag mitstimmen, zum Beispiel dazu hinzugehen, mit der Resonanz eine gewisse Parteidisziplin zu haben, die dann sozusagen kolportiert wird und dann wahrscheinlich, wenn man sich dagegen stellt, nicht wieder gewählt zu werden oder nicht wieder aufgestellt zu werden. Also da wird sozusagen das übertragen, auch wie wir heute sagen, dass heute die Zeit ansonsten kann ich das jetzt hast du auch noch eine Information dazu? Dann haben wir es eigentlich zugleich. Ja, ich glaube, die Alternativen, ein Grundsatzprogramm Disziplin zu haben, ist besser. Genauso in Verbindung mit einem freien Mandat. Und das sind eigentlich so zwei Punkte. Ich weiß, es ist widersprüchlich sicherlich, aber ich glaube nicht, dass wir nach dem Gewissen der Fraktion gehen sollten, sondern nach dem Wissen, was wir in unserem Grundsatzprogramm oder eben zum Beispiel auch in unserem Wahlprogramm drinstehen.
Darf ich noch mal kurz dazu? Okay. Versammlungsleitung? Ja. Ein Satz. Ein Satz. Oh Gott. Ich weiß, Köpfe liegt dir. Komma, also es ist natürlich so, dass diese Fraktionsdisziplin, oder ich fange anders an. Moment, ein ganz anders. Bitte streichen Sie das. Es wird halt in den Fraktionen immer die Unterschiede betont. Und letztendlich werden die nur betont, meiner Meinung nach. Die sind gar nicht so da. Und dieser Fraktionszwang verhindert halt ein sachliches Miteinanderarbeiten. Das war mein Satz. Super. Gibt es, Björn hatte noch eine. Ja, ja. Also ich, wir nehmen jetzt nochmal, oh Gott, okay. Björn hat die neueste für die Seite. Also wir machen jetzt so. Björn, Andrea, dann Tino und dann kommen die lustigen Fragen aus dem Pad. Da ist Johannes gerade die Abfahrt schon. Oh, Johannes. Also. Du hattest schon genug, du darfst nachher nochmal, okay? Ja, klar. Wir wollten dann nur zwischendurch mal ein bisschen Pet-Fragen machen. Und wir haben genug Zeit. Ja. Seht ihr bei euch irgendwelche persönlichen Gründe, die dazu führen könnten, dass ihr die 4 Jahre Bundestag sozusagen nicht durchhalten würdet oder beziehungsweise vorher aufhören würdet? Wir können sterben. Das geht immer. Jetzt außer dem üblichen. Nein. Okay, definiere das Übliche und dann sehen wir mal den Rest. Irgendwelche privaten Gründe, außerhalb von man kann sterben oder krank werden. Ja. Wird von der Mafia besucht oder so. Gründet eine Mafia? Hat die Omerta gebrochen? Bitte keine Diskussion hier. Also okay. Nein, bei mir derzeit auch nicht. Das wäre was. Ich höre auch einen so. Vielleicht Burnout. Sowas wie, eigentlich wollte ich in 2 Jahren nach Spanien oder so. Australien. Okay. Roman, hast du noch was? Sonst ich habe einen Nein gehabt. Gut, dann ist Johannes dran. Ich hätte eine Frage zum Geld. Für eine Finanzspektrum-Anwendung. Ich würde interessiert, wie weit ihr euch vorstellen könnt. Unabhängig von sonst diese Übereinkommen der Bundestagsfraktion einfach für Sachsen-Anhalt und Teilen. Einkommen als Bundestagsabgeordneter im Land zur Verfügung zu stellen. Das wäre so eine Frage. Also, es ist jetzt keine Hausnummer, kein Lobbytrag, aber einfach so eine Oberrichtlinie, die er sich vorstellt. Also, ich denke, das ist auf jeden Fall, ich würde jetzt mal behaupten, das braucht wahrscheinlich allen ähnlich was. Also, das würde auf jeden Fall sagen. Ich meine, sind mit Hilfe dieses Landesverbandes überhaupt erst hingekommen, wo wir dann sind. Und ich meine, das ist das Mindeste, was wir da überhaupt tun können, neben dem Repräsentieren und Aufklären, wie wir die Leute zu uns bringen oder wie auch immer. Und ja, also ich werde auf jeden Fall in Halle gucken, was man machen kann. Also ich versuche aber auch so nichts zu machen. Also zum einen, also nicht nur bei den Piraten, sondern auch soziale Projekte oder was zu unterstützen. Ich meine, dieses Crowdfunding im Internet, da gibt es ja echt so viele geile Projekte, die man da genauso unterstützen kann. Und das wird so ein Mix aus verschiedenen Dingen sein. Aber ich glaube, also wenn das so weit ist, dann wird das alles möglichst transparent aufgeweitet werden. Da habe ich nicht viel dazu zu bilden. Also primär ist die Unterstützung der Piratenpartei natürlich über das Wahlkreisbüro, was man natürlich nicht vermischen sollte mit dem Amt, also mit der Partei an sich sozusagen. Ja. Da darf man Fraktionsgeld auch nicht vermischen. Darüber hinaus für diesen, unwahrscheinlichen Whatever-Fall, dass ich da direkt reinkomme, gibt es da so viel Geld, dass ich da sicher ein schlechtes Gewissen kriegen werde und einen Haufen davon spenden muss, einfach. Also ich weiß gar nicht, was ich denn da dran kann. Das ist überrascht, dass ich das Geld brauche, nur für deine Berufsfähigkeit. Ja, Markus, das wollte ich auch nicht. Ja, also ich habe da eine etwas dezidiertere Meinung aus folgender Gründen. Ich fange jetzt mal wieder mit dem Rechtsscheiß an, aber ich habe mich damit einfach in der Seminararbeit umfangreich beschäftigt. Hat also das Bundesverfassungsgericht auch festgestellt, dass diese Mandatsträgerabgaben demokratiegefährdend sind. Aus dem einfachen Grund, weil der Wählerwille, der sozusagen im Anteil der Personen und der Wahlkampffinanzierung oder Refinanzierung
dann weniger Ausdruck und Berücksichtigung findet bei der Unterstützung, bei der finanziellen Unterstützung der Parteien durch den Staat. Das ist also bedenklich. Das Bundesverfassungsgericht hat leider eine Lücke offen gelassen, also hat es nicht, obwohl es festgestellt ist, dass es nicht relativ begrenzt, da kann ich gerne mal. Ich stelle das mal, ich kriege das mal zur Sache dazu, auf der Seminararbeit geschrieben, die ich euch gerne mal rein. Grundsätzlich halte ich das für richtig, weil ich sage, es ist doch immens viel Geld, was uns für unsere politische Arbeit im Bundestag zur Verfügung gestellt wird. Man könnte im Umkehrschluss auch sagen, wir haben ja das Beispiel bei den anderen Parteien, die da umfangreiche Abgaben leisten und sagen, das ist aber der Grund, warum die Diäten noch immer weiter erhöht werden. Also die Parteien sind dafür, die Diäten immer weiter zu erhöhen, das wird als Konsens und dargestellt, es wird propagiert. Im Endeffekt erhöht man sich dadurch auch die eigenen Einnahmen der Parteien direkt über die Mandatsträgerabgabe zu den Parteien fließen. Das heißt, da ist ein Mechanismus gegeben, den ich für äußerst bedenklich halte. Und das ist sozusagen das Argument, wo ich dagegen stimme. Und bin da mit Piraten aus Westfalen, Nordrhein-Westfalen, die im Landtag sitzen, in die Kongruenz und sage, ich bin meinem Gewissen verpflichtet und spende, wo ich will und nicht, wo ich muss. Das heißt, wenn ich etwas bei den Piraten für sinnvoll halte und bin der Meinung, das kann ich unterstützen, gut scannen, dann kann ich mein Geld dorthin geben. Oder wenn ich es für soziale Zwecke verwenden will, dann ist das Geld nicht blockiert bei den Piraten, sondern dann kann ich das für soziale Zwecke aufwenden. Und dem Gedanken würde ich mich auch anschließen und das auch so handhaben. Gleich dazu gesagt, bin ich auch der Meinung, wenn wir sozusagen prozentual von unseren Einnahmen abgeben müssen, dann liegt das auf der Linie ganz kongruent, dass ich sage, ein Parteibeitrag, den wir haben, sollte sich auch am entsprechenden Gehalt des Mitglieds bringen. Das finde ich also ganz parallel. Und wenn wir das eine nicht machen und das andere nicht, dann bin ich der Meinung, soll auch jeder darüber frei entscheiden, was er mit seinem Geld. Ich hoffe, das war auch so. Gut. Tino? Ja, und zwar. Ich habe eine Webseite offen, die heißt www.freiwähler-halle.de und der Betreiber dieser Webseite ist ja in Bonn. Und du hast seit über einem Jahr, die ist ja auch bis heute noch aktiv, über die Freien Wähler, dich selbst und deine Rolle in Freien Wählern da geschrieben. Und ich muss persönlich sagen, das geht für mich einfach zu dieser Webseite, die Freien Wähler diskreditieren. Seit über einem Jahr und du möchtest jetzt gerne in den Bundestag und du schreibst so eine Webseite. Was sollen wir davon halten? Naja, so musst du ja beweisen, dass es da eine Diskreditierung stattfindet, dann kommt auch zu mir so ziemlich vorwerflich. Kannst du das? Ich habe ja eine Frage, weil ich nicht die Frage antworte. Ja, nee, ich habe die Frage reagiert ich einfach nicht, weil ich jetzt meinen Wähler zu. Können ja dagegen gegen die Diskreditierung, wenn sie das ebenso empfinden, wie du ja gegen vorgehen und dann werde ich das abschalten müssen, zwangsläufig. Das ist nicht der Fall, also gilt auch hier die Unschuldsvermutung und deine Frage halte ich dann einfach jetzt für eine großartige Unterstellung. Du kommst trotzdem noch mal nach Westfalen, das ist auch nur Andrea inzwischen. Stefan, ja. Du hast gesagt, du würdest dich gerne nach dem Weg für Feedback richten oder das dafür benutzen, wenn du dann im Bundestag bist, wie du dann deine Meinung danach richten. Wie stellst du dir das genau vor? Das ist erstmal grundlegend davon abhängig, was wir in Neumark beziehungsweise ob wir eine ständige Mitgliederversammlung beschließen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt und ich sehe ganz viele Piraten, die eigentlich immer noch händeringend sagen, wenn das Ding da ist, dann können wir gerne weitermachen, wenn das Ding nicht kommt, dann habe ich ja nichts mehr zu suchen. Und ich bin einer der Leute, die sagen, dass diese ständige Mitgliederversammlung eigentlich diese Demokratie des 21. Jahrhunderts repräsentieren kann, dass sie der erste Schritt ist unserer Partei und dass sie eigentlich genau das Alleinstellungsmerkmal ist, was wir da immer versuchen zu suchen. Und inwieweit, also wie das dann mit der, also es gibt ja schon gewisse Vorstände, die auch ihre Entscheidung zum Beispiel mit dem Feedback abstimmen. Also zum Beispiel Alias, der gefragt hat, ja, bei der Design-Frage, wie soll ich abstimmen? Soll ich abstimmen nach dem Feedback-Meinungsbild? Soll ich jetzt mit einem eigenen Gewissen abstimmen, etc. pp. Ich meine, da gibt es Möglichkeiten, ja. Und alles andere hat man da auch relativ viel Spekulation. Ja, das spielt auf Tilos Frage an, und zwar ist das dann eine Frage an Markus. Gehen die Freien Wähler gerade gerichtlich gegen dich vor wegen dieser Seite? Nein.
Gut, dann. Dann machen wir per Frage, okay. Okay, das ist jetzt direkt eine Frage an Stefan, aber wie es vorhin gesagt, du würdest dich nach dem Feedback richten, du hast jetzt auch gerade auf die Stände Mitgliederversammlung angespielt. Der Abgeordnete ist ja seinem Gewissen verpflichtet und nur seinem Gewissen. Das heißt, meine Frage an dich wäre jetzt ganz konkret, wenn bei einer Abstimmung die Feedback halt wäre, würdest du dich verbindlich nach diesem richten oder nicht? Es kommt erstmal darauf an, was wir dann in der Satzung dazu drin stehen haben, wie verbindlich wir es machen würden. Ich denke, dass es eine relativ verbindliche Sache sein sollte. Allerdings, das hatte ich, glaube ich, schon im Interview mal gesagt, wenn ich einer anderen Meinung bin, also wenn ich sage, dass dieses Meinungsbild, so wie es ist, zwar schön und gut, aber auch vielleicht falsche Fakten enthält. Aber soll ja dann kein Meinungsbild sein? Das ist richtig, das ist dann ein Positionspapier. Genau, das wäre dann in dem Fall ein Positionspapier. Und wiederum auch nur eine, also gleichzusetzen mit einem 50% Mehrheitsentschluss, also über 50%, und kein Programm mit zwei Drittel Mehrheit, je nach Parteigesetz, etc. Das heißt, ein Positionspapier ist damit nicht, es klingt jetzt blöd, nicht so verbindlich wie das, was wir momentan zum Beispiel auch beim Bundesparteitag haben. Meine Frage wäre, wie würdest du abstimmen? Du. Wenn das bundesweit. Bundesweit liegt die Feedback-Entscheidung und er sitzt im Bundestag und wie bei der anderen Abstimmung. Ja, also insofern ich da jetzt nicht gravierende Probleme sehe, aus was weiß ich, Faktenmangel oder ich sag jetzt mal Lobbyismus, keine Ahnung, würde ich mich an dieses Meinungsbild halten. Natürlich. Also weil es für mich im Endeffekt dann, wenn wir es ja so vorhaben, es ist so gut wie also gleichwertig zu einem Parteitagsbeschluss oder ähnlich, oder zu einem Positionspapier, was auch mit dem Parteitag beschlossen wurde. Also ich weiß nicht, vielleicht verstehe ich auch die Frage falsch von dir, keine Ahnung. Oder sie ist vielleicht auch nicht beantwortet, du musst gerne jetzt gerne. Ist beantwortet? Gut. Dann machen wir jetzt mal ein bisschen Fettfragen. So. Methode Schweiz ist auch nicht richtig, beziehungsweise ist echt viel. Ich fange mal mit der ersten an, die an alle. Was ist eure Meinung zum Thema Lagerwahlkampf? Lagerwahlkampf heißt, dass während des Wahlkampfes medial von den Filmdoktoren und von den großen Volksparteien ein Szenario aufgestellt wird, dass sozusagen man sich zwischen zwei Optionen zu entscheiden hat, also dass es zwei Lager gibt. Genau dieses Szenario ist sozusagen in unserer postdemokratischen, mediokratischen Gesellschaft ein Hindernis für die Entsprechung des Wählerwillens in einem Parlament, weil es nämlich den Wählerwillen verfälscht und verzerrt. Genau dieses an Wandmalen, wir haben da ein Schreckgespenst, oh mein Gott, nur Pest und Cholera, ihr müsst euch da entscheiden, negiert komplett den Fall, dass es da auch noch ganz andere Optionen gibt und reduziert halt, wie ich das schon mal im Harz erklärt habe, die Optionen, für die da mannigfaltig da sind, und Inhalte, die da mannigfaltig da sind, auf zwei, und das ist völlig unzulässig. Ja, Lagerwahlkampf. Der gute Grund, warum es Piraten gibt, weil man nicht mehr weiß, was man wählen soll, weil das alles in einer Ecke steht oder die anderen in der anderen Ecke. Wir haben es jetzt in Niedersachsen erlebt, dass man also, um eine Regierungskoalition zu erhalten, um gebeten hat, dass Personen ihre zwei Stimmen an eine in einem Lager integrierte Partei gegeben wurden. Und wir sehen dann das Ergebnis am Ende. Zum Glück kam es nicht so, aber wenn es nur ein paar tausend Stimmen mehr gewesen wären, dann hätte die CDU und FDP-Regierung in Nordrhein-Westfalen im Stand gehabt. Und wir als Piraten, denke ich mal, sind ja der, wollen vielleicht letztendlich das pragmatische und sachliche, objektive fünfte oder sechste Rad am Wagen sein, was genau diese Strukturen aufbricht und für die Zukunft einfach auch ein verändertes Politikverständnis in dieser Beziehung erzeugt. Und dem fühle ich mich grundsätzlich verpflichtet. Ich halte von Lagerwahlkampf für uns ja wieder nicht, so wie ich vorhin dem Fraktionszwang oder dem Koalitionszwang widersprochen habe, sehe ich das also ähnlich. Dass jeder hat seine Themen, seine Meinungen, es kann Schnittstellen geben mit anderen Parteien, das ist
völlig klar. Aber da würde ich persönlich bin dann dagegen, dass wir Piraten in solchen Lagerarbeiten kommen. Ich glaube, ich halte das doch auch mit der Engineering-Halle, No-Lager-Halle. Gut. Ich frage kurz. Ja. Problem ist ja jetzt beim Pet. Du bist ja jetzt sozusagen Pet-Manager und du wählst jetzt aus. Entweder von oben runter oder irgendwie würfeln. Machen wir Nummer vorne dran und dann würfelst du und dann wischst du einfach alles so. Ich würde nicht anfangen zu würfeln, weil ich auch nicht vor Ort anfange, irgendwie zu sortieren. Okay, also es ist. Wir machen da randommäßig und gucken, wie weit wir kommen und dann schauen wir mal, oder? Ich weiß nicht, wann wir rausgeschmissen werden, aber ich habe den Verdacht, wir haben noch Zeit. Wenn die Versammlung der Meinung ist, wir haben keinen Bock mehr auf Fragen, dann kann die Versammlung sagen, wir machen Feierabend. Stimmt. Schließung der imaginären Rednerliste und so. Ihr könnt das ja jederzeit beenden. Machen wir die nächste aus dem Pad. Ich habe eine schöne gefunden, darf ich? Ich bin der Kind, dass genau diese Auswahl meine ich. Genau. Genau das meine ich, deswegen meine ich Würfel. Ich möchte, dass wir die so, wie sie einfach zeitmäßig reingekommen sind, nehmen und ich würde halt immer abwechselnd an alle und dann an die jeweils einzelnen Personen. Also mit anderen Worten. Ja, aber wenn wir vorzugst zu die, mach doch einfach oben hinstellen, ne? Echt, wir haben genug Zeit. Macht einfach. Einfach die nächste. Wir versuchen schneller zu werden. Wir kommen Fragen, wir fangen schon mal gestellt worden, kann man so. Na, wir fangen mal oben an. Ja, derzeit geht es ja in den Umfragen in der Öffentlichkeit um den Piratenabwurz. Warum denkst du, ist das? Frage an alle. Kannst du auch mal anfangen? Ich kann auch mal anfangen. Ja, ich wollte mich also zurückhalten. AG-Strategie lässt grüßen. Also wir haben zum Beispiel jetzt die Aussage vom Bundesverband, dass er gerne möchte, dass wir verstärkt auf Köpfe setzen, aufgrund des fehlenden Einzuges in den Landtag von Niedersachsen. Und ich habe mir das lange hin und her überlegt. Und ich habe mir lange hin und her überlegt, ob man sich sicher darüber Gedanken machen sollte oder nicht und ob das, wenn man das tiefer untersucht und ob das objektiv betrachtet, ob das Bestand hat. Ich bin der Meinung, dass mit Köpfen, also Köpfe können nichts transportieren, wenn kein Thema da ist. Also ich kann keine Inhalte transportieren ohne Köpfe, das ist klar, aber ich brauche keinen Kopf, wenn ich kein Thema habe. Und es steht natürlich immer die Möglichkeit, dass ich in Niedersachsen einfach an den Menschen vorbeigeredet habe. Oder dass zum Beispiel andere Parteien die Grundgedanken und Ideen von uns Parteien ebenfalls schon mit propagieren. Und dann sagen die Wähler natürlich, na, ich wähle dann lieber eine andere Partei, weil ich da damit rechnen kann, dass das schneller umgesetzt ist, weil die politisch schon viel aktiver ist und stärker und in verschiedenen Gremien schon sitzt und kann das mit berücksichtigen. Und wenn man dann, ist ja jetzt eine endlange Liste von Faktoren, die man da betrachten kann oder betrachten sogar muss. Und dann kommt die Frage, und dann stellt sich die Frage, wenn ich jetzt Köpfe habe, sind die wichtiger als die Themen? Und wenn man das dann weiter untersucht, aus meiner Sicht, da bin ich gerne bereit, in Dialog zu treten oder das auch gerne wieder zum Diskussionsforum mal zu besprechen, weil das also Themen sind, wo man sich dann wohl mal austauschen kann. Dann komme ich für mich persönlich zu dem Schluss, dass die Themen immer das Wichtigste sind. Und wenn die Themen am Bürger orientiert sind, ich bringe nur mal das Schlagwort, wenn Populismus das ist, was der Bürger will, warum soll ich das denn nicht vertreten? Ja? Also, ich stelle das jetzt nicht hier zur Diskussion, aber mache es zum Nachdenken. Ja, das heißt, wir wollen ja Sprachrohr sein für den Bürger und seine Ideen und seine Gedanken und seine Probleme aufnehmen und diese, wenn möglich, zum Besten für ihn lösen. Und diesen Ansatz muss man dann auch mal vertreten und vielleicht dann auch darüber nachdenken, ob nicht das Thema wichtiger ist als im Kopf. Und um es dann abzuschließen, bin ich der Meinung, Niedersachsen ging einfach mangels Themen verloren oder weil diese Themen von anderen Parteien schon übernommen wurden und wir nicht rechtzeitig den Schwung, den wir hatten, aus den guten Wahlergebnissen mit neuen Themen und neuen vertiefen Gedanken und Lösungsansätzen gekommen sind, gleich mit ranzubringen. Vielleicht auch mit Vorurteilen auf Sorgen, die vehement gegenüber den Piraten stehen. Ich glaube, das ist so ein Mix aus zwei, drei Dingen, so ganz groß, so diese Außenwahrnehmung, die wir momentan haben. Also ich nenne es momentan gerne Selbstbeschäftigungspartei. Und ich glaube, das ist das, was
die meisten von uns momentan wahrnehmen. Also ich kriege mittlerweile mehr was mit von Leuten, die sagen, ja, ich lese da gerade immer Master, weil ich irgendwie das funktioniert irgendwie alles noch nicht so richtig. So. Früher war es, habe ich oft gehört, ach ja, Piraten, klingt das mal interessant, ich weiß noch nicht, was die wollen, aber klingt das mal interessant. So, jetzt sind momentan so die etwas negativen Aspekte, so das, was herangetragen wird von Leuten, die man so nicht kennt. Ein anderes Problem, ich möchte jetzt hier nicht diese Verschwörungsdebatte irgendwie eröffnen, aber es sind meiner Meinung nach so strukturelle Probleme, mit der zum Beispiel auch so Journalismus zu tun hat. Also wir haben das ja gesehen, dass wir als Parteien nie wirklich wahrgenommen wurden, außer wir haben irgendwie gerade noch Ahnung gehabt oder man kannte uns, also im Wahlkampf zur Landtagswahl haben wir das sehr gut gesehen, bei welchen Wahlprüfsteinen gefragt wurden und wo nicht. Haben wir uns ja teilweise bei den Studentenvertretungen und Studierendenvertretungen haben wir uns da doch dann schon angebiedert zu sagen, ja, die haben auch was zu erzählen. Ich glaube, das ist so dieser Mix aus dem, dass wir vielleicht teilweise negativ dargestellt werden oder auch teilweise, ja, wird auch das dargestellt, was dann wirklich ist. Also dieser ganze Twist, dieses Ganze, anstatt thematisch zu arbeiten, statt miteinander zu arbeiten, irgendwie so gegeneinander und vor allem das immer so laut und teilweise so peinlich. Ja, einfach so peinlich für diese SMS, also keine Ahnung. Aber ich denke, da kann jeder auch drüber denken, was er will. Das wäre meine Antwort dazu. Ja, also ich kann mich da auf jeden Fall noch anschließen, meinen Vorrednern. Warum wir so weit unten liegen, also ja, das ist unter anderem ist das Niedersachsen, wo die Plakatkampagne als Basis der Kampagne nicht gezündet hat, nicht funktioniert hat, die war zu intellektuell meiner Meinung nach. Ja, es ist im Hintergrundrauschen der normalen Werbung einfach untergegangen. Das ist nicht rausgestochen, das war zu wenig sexy. Die andere Sache ist, dass wie auch schon genannt wurde, die Außenwahrnehmung und die mediale Darstellung uns sehr negative Ecke drängen. Das heißt, dass wir eine verstrittene Partei sind, dass wir nur alle gegeneinander und da, hier und da. Was auch ein bisschen meiner Meinung nach strukturell bedingt ist. Und das, um das zu erklären, müsste ich vielleicht ein bisschen noch ausholen. Wir sind halt eine Partei, die, sagen wir mal, kein Dogma im Hintergrund hat. Ja, dass wir sind nicht christlich, sozial, wir sind nicht neoliberal, wir können nicht sozusagen ziemlich viel auf uns, auf ein Dogma berufen, woran wir alle festhalten können und was sozusagen so ein großes, gemeinsames, verbindendes Element ist. Und ein anderer Punkt ist noch, dass wir keine autoritären Strukturen haben, sozusagen, dass wir halt nicht sagen, oh, die werden das schon machen. Ja. Es gibt ja in der Gesellschaft, und das ist ein ganz normaler gesellschaftlicher Prozess, immer so ein bisschen so eine zum Abgeben der Verantwortung nach oben. Das heißt, die werden schon wissen, was sie machen. Ich vertraue denen. Die sind nicht umsonst dahin gekommen. Und das gibt es halt bei uns nicht. Bei uns ist es halt so, dass wir uns schon versuchen, alle gleichwertig zu betrachten. Und genau diesen Zwist zu sagen, jetzt hier, ich habe die Meinung und die ist kompetenter als die und bla und bla, kommt es natürlich immanent immer wieder zu solchen Streitereien, die natürlich als negativ wahrgenommen werden. Und im Grunde genommen auch von uns her die Aufbereitung, die Umdeutung dahingehend bedürfen, dass es positiv ist. Das ist sozusagen der Streit. Wenn er natürlich emotional und auf einer unsachlichen Ebene ist, dann ist er nicht positiv. Aber in einer Demokratie, in einer demokratischen Struktur ist Auseinandersetzung immer positiv. Und um euch nochmal hier ein schönes Take-Home-Message mitzugeben, Sonntagsumfrage heute früh, Samstagende 4%. Das fällt ja einmal das gut. Bitte? Kommentare sind hier noch. Dann haben wir es doch versprochen, der Ende. Ja, ja. Das ist doch so wie das kann ich noch. Ja, das kann ich noch schreiben. Oh, da. Ja, es geht darum, wir machen es nicht. Wir gehen einfach zur nächsten Frage. Und zwar wieder eine Frage an alle. Was haltet ihr vom Kooperationsverbot? Wir haben jetzt Mario. Ich weiß nicht, was heißt. Bei dem Bezug, was ist das? Glaube ich, also ich habe das vorhin noch gelesen in Berlin, zum Beispiel, also das war das Beispiel, wo ich es gelesen hatte, im Bildungsbereich. Ich kann auch nicht, ich sehe ganz genau, was es genau bedeutet, von daher kann ich auch sagen. PPP. Ach, weil mit Partnership. Private Partnership. Jetzt, what's now? Okay.
Also ich bin dagegen. Ich bin dagegen. Also Staatssachen sind Staatssachen. Mit der Staat soll die Kohle zusammen auftreiben. Meinetwegen, also ich bin ja Vertreter der Vermögensschauer, damit Schulen saniert werden können, auch kleine Schulen erhalten bleiben, weil das ist einfach ein finanzielles Problem für die Lehrer und den Aufwand für die Schulen. Und dann hat sich, damit sieht man schon wieder, wie sich manche Sachen von alleine lösen. Also ich denke, der Staat soll sich da nicht auf irgendwelche Kompromisse einlassen, auch wenn es jetzt im ersten Moment sinnvoll erscheint, weil der Staat kein Geld hat. Liegt aber daran, dass der Staat dafür sorgt, dass er kein Geld hat. Also die, die dafür entscheiden, der Bundestag. Weil wenn die dafür sorgen, dass genug Geld da ist und es die Möglichkeit gibt, dann würden solche Sachen gar nicht erst zur Debatte stehen. Und jetzt dann besteht immer die Möglichkeit, dass ich nachhinein damit ein Privatunternehmer Geld verdient, was ich für ungünstig halte. Da bin ich also gegen ein Kooperationsmodell. Was ich also mich da jetzt nicht tun, weil ich glaube, ich sage jetzt immer eins. Also wenn sich das Kooperationsverbot auf die PPP bezieht? Ja, es bezieht sich nicht auf die PPP. Der hat also im Chat beschwert sich gerade der Fragesteller und meint, dass er irgendwas dann anders meint. Ja, was meint er dann? Dann muss es uns erklären. Ich kann euch erzählen, was im Grundgesetz steht. Und ja, da steht drin, dass Länder in Bildungsfragen nicht kooperieren dürfen. Ja, das ist doch eine ganz andere Darstellung. Gut. Darf ich wieder anfangen? Ja. Also, ich bin da. ich habe es vorhin nicht gesagt, ich habe es mir aber aufgeschrieben. Also, ich bin Vertreter eines einheitlichen bundesweiten Bildungssystems. Und genau da bin ich dann natürlich auch automatisch gegen das Kooperationsverbot der Bundesländer untereinander. Also ganz klassisch streben ja gerade drei Länder an, ein gemeinsames Abitur zu schreiben, was wahrscheinlich dann wieder kaputt geklagt wird, anstatt das zu befürworten und zu begrüßen. Und ich denke auch Statistiken allgemein bekannt, 75-85% der Bevölkerung sehen das genauso und präferieren und befürworten ein einheitliches Bildungssystem. Das heißt, wenn die Piraten das auf die Fahne schreiben, bin ich mir sicher, können sie sich umfangreicher Wählerstimmen sicher sein. Ja, ganz kurz, ich finde das Kooperationsverbot, ich würde jetzt nicht sagen sinnlos, das ist immer so abwertend, aber problematisch und ich würde es gerne abschaffen. Gut. Ja, ich habe einen Antrag. Jede Zeitbegrenzung eine Minute. So, gut. Ich wer ist für Tick? Was hast du? Das geht dann sowieso erst danach. Okay, was hast du? Ich habe eine Frage an dich. Okay, Moment. Die ist gerade gar nicht dran. es gibt gerade drei Sachen, die wollen wir gleichzeitig sagen. Den EU-Antrag kann ich trotzdem vor dem Redebeitrag behandeln. Ich darf niemanden unterbrechen, aber die EU-Anträge kann ich trotzdem jederzeit behandeln. So. Wer möchte dem EU-Antrag darauf, dass die Redezeit auf eine Minute begrenzt wird, zustimmen? Begründung oder Format? Egal. Ja, begründet heißt, du musst was dazu sagen, Format. Gut, dann ist es eine begründete, dann sagt bitte was. Also ich glaube, das ist jetzt das recht ausgewogen war für den Bund und es wurde ja vorhin festgestellt, dass wir ausreichend Zeit haben. Das einfach zu verschieben oder abzulehnen und wir können ja nachher nochmal feststellen, ob wir das nochmal verkürzen. Und jetzt fand ich das eigentlich, wenn man es gleichmäßig verteilt, dass man bevor oder benachteiligt war, hoffe ich. Also auch ich habe kein Problem damit, als Dritter zu sprechen, dass der Erste sozusagen länger ausführt, um das zu machen. Gut. Ich lasse die Versammlung jetzt trotzdem abstimmen. Also, natürlich. wer ist für eine Begrenzung der Redezeit auf eine Minute? Der Antrag ist spannend, weil ich bei dem Antrag nicht weiß, wie ich mit dem Pad umgehen soll. Das Pad steht ja, also das Pad. Wieso? Also noch Fragen, die eingereicht wurden? Nee, es sind Fragen, die da stehen. Ich müsste ja quasi also Ende der Rednerliste wäre, Pad muss noch komplett abgearbeitet werden. Oh mein Gott. Wie viel ist es denn? Das stimmt auch nicht. Ist schon noch ein bisschen was. Das Pad ist nicht Rede. Das sind Gästebeiträge, die müssten normalerweise immer einzeln zugelassen werden.
Deswegen meinte ich ja vorhin auch, wir müssen würfeln, was aus den Fragen beantworten. Nee, weil wenn die Vorteile oder Benachteiligung. Wenn Schließung der Rednerliste ist, dann ist das Pad außen vor, weil das ein Gastbeitrag ist. Ich habe mich korrigiert, Ende der Fragerunde, also keine weiteren Fragen. Ich glaube, das war ein Geo. Diesen Geo-Antrag gibt es nicht. Read the fucking Geo! Es gibt einen Geo-Antrag auf Schließung der Rednerliste. Ich behandle jetzt Robert's Geo-Antrag. Wer ist dafür, dass die Rednerliste geschlossen wird? Bitte jetzt leben. Gut. Okay. Wer ist dagegen? Danke. Wer ist dagegen? Ja. Damit ist dieser Geo-Antrag abgelehnt. Gut, Geo-Antrag. Wir sind im Moment noch bei einer Frage. Wir haben den Geo-Antrag angenommen. Aus Gleichberechtigungsgründen darf Neo noch größer einer Minute antworten, wenn er das möchte, weil wir noch in der aktuellen Frage sind. Ne? Ja. Kannst du die Frage nochmal wiederholen? So auf die Frage war, was hältst du vom Kooperationsverbot? Ja, ich denke, das ist eigentlich viel gesagt worden, aber ich habe mich damit jetzt, ich bin jetzt nicht darauf vorbereitet, also was genau dieses Kooperationsverbot genau besagt, was die Kritik daran ist, von daher werde ich jetzt nicht viel dazu sagen. Dann gab es noch eine Frage aus dem Publikum. Okay. Warte noch. Geo-Antrag. Verlängerung der Redezeit. Bitte? Was? Verlängerung der Redezeit auf 2 Minuten. Es gibt keine Geo-Antrag auf Verlängerung der Redezeit. Naja, dann Geo-Antrag auf Abschaffung des Geo-Antrags auf Kürzung der Redezeit. Mir egal. Ich formuliere das mal als korrekten Geo-Antrag. Wir haben einen Geo-Antrag auf Begrenzung der Redezeit auf 2 Minuten. Gibt es dagegen eine Gegenrede? Danke. Formal, dann stimmen wir ab. Wer ist für diesen Geo-Antrag? Wer ist dagegen? Hast du gezählt? Ja, 5-6. Der Antrag wurde mit einer Stimme mehr abgelehnt. Ich habe es versucht für dich. Ich habe nicht mitgestimmt. Gut, dann bleibt es bei einer Minute und Henning, Frage bitte. Vorhin kam die SMV auf und Markus hatte dann auch gesagt, was populistisch ist, kann auch abgestimmt werden. Das hat mich auf die Frage gebracht, wie seht ihr den Minderheitenschutz gewährleistet bei Abstimmungen in der SMV oder auch generell im Bundestag? Das frage an alle. So, natürlich. Ja, stopp die Zeit. Also es ist jetzt ein bisschen ungünstig, weil ihr es nicht sehen könnt. Ich glaube die Zeit und 10 Sekunden vorher sage ich Bescheid. Mach das dann blinken. Wie 15 vorher? 15 vorher, okay. 15 vorher. Wir 15 vorher lassen wir den ganz elegant so. 15 vorher machen wir das Familie heute. Ja. Okay. Wer möchte anfangen? Der Minderheitenschutz bei der SMV, Abstimmung im Bundestag. Damit kann ich persönlich jetzt erstmal nicht viel anfangen. Ich würde das dahingehend interpretieren, dass Minderheitenmeinungen oder sowas relevant sein müssen bei Abstimmungen. Da, wie gesagt, da das alles bei Abstimmungen innerhalb des gesetzlichen Rahmens passieren muss, was da abgestimmt wird, also vom Inhalt her. Und da denke ich mal, dass auch die Minderheiten dabei gewähren sind. Würde ich da jetzt irgendwie jetzt nicht weiter und fast nochmal so einen Kritikpunkt jetzt anbringen können. Aber ehrlich gesagt, damit habe ich mich nicht eingehend befasst, um diese Frage dementsprechend beantworten zu können. Ich bin für den Schutz jeglicher Minderheiten. Ich wollte nicht die Frage, wie du fragst, wie du das siehst. Nee. Das fand ich jetzt nicht böse. Weil man darauf schon mal geeinigt hat, das fand ich nicht. Markus, das war mir erst die methodische Frage, wie es in der SMV. Also SMV und Bundestag allgemein. Ja. Nach Möglichkeit. Dann verstehe ich die Frage nicht. Okay. Möchte der Fragesteller kurz Moment. Nee. Möchtest du kurz ihm mal die Frage erklären? Gut, dann ist Neo dran. Ich denke, dass ein Minderheitenschutz in den Strukturen der Piratenpartei momentan in den meisten Fällen gegeben ist. Was ich in dem Feedback sehe, zumindest. Also ich sehe, dass wir dort sehr liberale Vorstellungen haben, dass wir dort sehr progressive Vorstellungen haben, ob das jetzt das Asylprogramm angeht, ob das jetzt, ich meine, wir haben das Grundsatzprogramm,
Na doch, ich habe die Frage verstanden. Wir haben in so einem Grundsatzprogramm mit einer Basisdemokratie auch ein liberales Migrationsprogramm, ein BGE etc. reinbekommen. Ich glaube, dass wir das auch repräsentieren können. Ich glaube, ich glaube, es ist halt wichtig, dass dieser Part dieses freien Mandats nur also in Fällen greifen soll, wo dieser Minderheitenschutz zum Beispiel gefährdet ist. Ja. Kling, 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 kling. Danke. Ja. Wir arbeiten noch an der Methode. Okay. Eine Minute ist halt ein bisschen knapp, genau. Aber ihr habt also wirklich nicht die Versammlung. Wollte es nicht anders zur Abwechslung, würde ich sagen, wir machen mal, dass es lustiger wird, mal ein paar Ja-Nein-Fragen. Da haben wir einige im Pad. Ich lese euch die Frage vor. Wenn ihr die mit Ja beantworten könnt, dann nehmt eure Hand hoch. Wenn ihr die mit Nein beantworten würdet, dann nehmt eure Hand nicht hoch. Soweit klar? Okay. Frage 1. Ist Vorratsdatenspeicherung ein unverzichtbares Mittel gegen Kriminalitätsbekämpfung? Nein, trotzdem. Würdest du Geheimakten des Bundestags aus unserem Anspruch heraus mehr Transparenz veröffentlichen? Dann nächste Frage. Bist du für den Schuldenschnitt? Nein, das ist mir ja nein. Gut. Bist du für das BGE? Bist du für Rüstungsexporte? Bist du für Atomkraft? Ja. Es macht nur Spaß, wenn wir das so schnell wechseln machen. Ah, oh, die ist so lang. Würdest du auf einen Listenplatz, okay, wir machen hier gerade Direktkandidaturliste, aber ist egal, würdest du auf einen Listenplatz verzichten, wenn du der Meinung bist, dass eine geeignetere Person hinter dir in der Liste steht? Gut. Oh. Da halten wir euch auch fest, ich würde jetzt methodisch gerne mal zu den Einzelfragen weitermachen aus dem Feld, weil da ich fand die Ja-Nein-Fragen toll weiter. Es waren alle Ja-Nein-Fragen. Also ich mag Ja-Nein-Fragen nicht, weil es ist halt unzulässig reduzieren. Ne? Wird gefragt, bist du für Atomkraft? Oma? Ja, warum Problem? Hey! Markus! Ich kann hier auch was Kandidaten rauswerfen. Ja. So. Was hat er gerade gesagt? Macht's einfach. Egal. Richtig. So, damit du dein Redebedürfnis nachkommen kannst, eine Frage an dich aus dem Pad. Du sagtest, du studierst derzeit Jura. Meine Frage, wie lange studierst du das bereits und wann schließt du das Studium voraussichtlich ab? Wirst du bis zur Bundestagswahl exmatrikuliert sein? Falls nicht, wirst du dein Studium pausieren oder abbrechen, solltest du in den Bundestag gewählt werden? Von Alex Kipp. Boah, das sind jetzt, glaube ich, drei Fragen, korrekt? Ich hatte vorhin gesagt, ich bin 11. Semester, schließe wahrscheinlich in spätestens 16. Semester ab und werde natürlich nicht pausieren. Weil ich habe jetzt schon keine Vorlesungen mehr, also bin im Vertiefungsbereich, gehe nur noch fakultativ hin, weil wenn Themen sind, dann nicht mehr die anderen, weil sie passend sind. Ja. Alles antworten? Ja. Ja. Gut. Spreche ich zu leise? Fällt mir auch gerade ein. Das musst du den Stream fragen. Dann gehen wir weiter. Wir haben eine Frage an Stefan. In welchem Rahmen willst du dich für Inklusion einsetzen, solltest du im Bundestag gewählt werden? Welche Möglichkeiten hast du dort, welche du jetzt nicht hast? Puh, schwierige Frage. Erstens, in welchem Ausschuss ich zum Beispiel dann sitze. Also wenn es mit Inklusion zu tun hat, im weitesten Sinne im sozialen Bereich, dann ist das natürlich, glaube ich, schon eine gute Möglichkeit. Also, wofür ich mich besonders einsetzen werde, sind die Dinge, die ich bisher auch als Anträge eingereicht habe oder als Initiativen ausgearbeitet habe, ob nur auf Landes- oder auf Bundesebene. Die sind relativ vielfältig und ich würde da jetzt auch nichts großartig herausstellen wollen, was mir noch, also, nee, wie wird es herausstellen? Ja, die Mittel, die ich hätte, sind zum einen finanzielle Mittel, dass man zum Beispiel auch das, was wir vorhin hatten, dieses
was fließt zurück zum Beispiel nach Halle oder an den Landesverband, dass man mit finanziellen Mitteln zum Beispiel auch Lernsportdolmetscher ermöglichen könnte, beispielsweise. Ich glaube, ja, und dass wir auch die Angebote gerade vielleicht auch erweitern in dem Hinblick, dass wir vielleicht auch demnächst zumindest auf Landesebene ein bisschen mehr für Menschen mit Behinderungen machen wollen und dass wir sozusagen auch dieses Feedback zurückbekommen. Danke. So, Frage an Roman. Leider hat sich über die Jahre, oh mein Gott, die ist jetzt mal leise. Okay, das geht noch in Ordnung. Leider hat sich über die Jahre ein Talent bei dir herauskristallisiert, nach Wahlen zu verschwinden, zu deren du nicht aufgestellt gewählt wurdest. Was passiert, solltest du nicht in den Bundestag gewählt werden? Bist du dann auch wieder längere Zeit nicht verfügbar? Das ist eine Unterstellung, die ist die Frage antwortet nicht. Gut, das ist dein gutes Recht. Ich habe beim ersten Satz schon geahnt, dass. Machst du noch mal ein bisschen viel Sinn, die Frage? Kann das bestätigen? Kann das bestätigen, Mona? Vier Monate. Diskutiert bitte nicht auf dem Podium über den Inhalt der Fragen. Entschuldigung. Ich stelle sie einfach. Sie können sich ja selber unter Vorbehalten nicht beantworten. Markus, wie kannst du in einer PG mitarbeiten, die dich aufgrund bei nur einmaliger Teilnahme von ca. 30 Sitzungen der PG Wahlkampf wegen störenden Verhaltens ausgeschlossen hat? Ja, das entspricht ja nicht der Wahrheit. Guck mal, ganz vorne weg. Und das kann sich jeder im Stream angucken. Also kann sich jeder eine eigene Meinung darüber bilden, soll ich dazu sagen. Ich bin immer noch bereit mitzuarbeiten. Aber es gibt einfach Leute, wo sich andere nicht trauen, auch mal zu sagen, ey, hör mal auf, aber gucken mich an und verdrehen die Augen und stellen mich hinterher wohl als Buhmann hin. Und selbst wenn ich laut werden, was ja, wenn man bei mir einen emotionalen Startknopf drückt, leider nur mal passiert und ich dem auch nicht immer entgegenwirken kann, dann liegt es auch einfach mal am Takt aller anderen, diesen Knopf nicht zu betätigen. Stefan? Wäre es als Kandidat nicht der falsche Weg, sich nur im Netz aufzuhalten und keine öffentlichen Veranstaltungen zu besuchen, außer eine Muss-Veranstaltung? Bestehen Hemmungen vor den Fragen, Diskussionen mit anderen Personen? Diese zweite Frage. Kannst du erst mal kurz vorlesen? Moment, ich stoppe Zeit. Okay. Wäre es als Kandidat nicht der falsche Weg, sich nur im Netz aufzuhalten und keine öffentlichen Veranstaltungen zu besuchen? Ja, absolut. Okay, beziehungsweise bestehen Hemmungen vor den Fragen, Diskussionen mit anderen Personen? Hemmungen sicherlich, weil es einfach mal völlig neue Umstände vor Publikum über politische Themen zu reden, teilweise auch sehr kontrovers sind. Sicherlich hat man da Hemmungen, weil meistens die Diskussion ja immer nur im sehr kleinen Umfeld mit den Leuten oder mit Freunden und so stattgefunden hat, nicht mit, also klar, mit fremden Personen im größeren Kreis. Ich glaube aber nicht, dass das so ein Hemmnis ist, dass ich dadurch mich nicht bereit fühle, diese Aufgabe anzunehmen. Ich meine, ja, da kann ich nur sagen, man wächst mit seinen Aufgaben. Gut. Roman, wie wirst du als Bundestagsabgeordneter mit Themeninhalten anstehende Entscheidungen umgehen, die dich ganz persönlich nicht so sehr interessieren, beziehungsweise für die Also ich glaube, dass die Arbeit im Bundestag sehr umfangreich ist und dass man da, glaube ich, auch Akzente setzen muss, dass man sozusagen nicht vollumfänglich alle Sachen in Gänze und in Tiefe beantworten kann und sich reinarbeiten kann, sondern man muss da Akzente setzen. Was anderes ist es, dass wir Gott sei Dank ja über dieses Sparentool Liquid Feedback, also Liquid Democracy, verfügen, was uns allen die Möglichkeit gibt, in dem Falle darauf zurückzugreifen und zu schauen, was ist denn da schon diesbezüglich passiert, wie hat sich denn die Partei dazu inhaltlich orientiert und das zu benutzen und das auch in Abstimmung und so weiter einzubringen. Also wir sind in dem Punkt viel besser aufgestellt als konventionelle Abgeordnete. Gut. Die Fragen werden überreizen.
Hast du eine Frage? Ja, Schließung der Rednerliste, aber können wir diese Pad-Liste schließen, also dass nur noch die Fragen, die jetzt drinstehen und keine neuen dazugekommenen? Diesen Geo-Antrag gibt es nicht. Wir können ein Meinungsbild bei der Versammlung einholen, ob wir weiterhin Fragen aus dem Pad verlesen und beantworten wollen. Ist die Versammlung der Meinung, wir sollten weiterhin Fragen aus dem Pad bearbeiten? Ja, wer ist dagegen? Okay, wir machen weiterhin Fragen vom Pad. Wenn ihr keine Lust mehr auf Fragen vom Pad habt, könnt ihr immer noch die Rednerliste schließen. Zack, jetzt müsst ihr doch rüberkommen, oder? Hat denn im Publikum gerade jemand die Frage? Ja. Leider. Oh. Ihr habt da jetzt lange drauf gewartet, oder? Gut, Martin hat so noch in der Mischer Ja geschrieben, deswegen ist Martin vor dir dran. Also es waren ja jetzt schon verschiedene Fragen zu Liquid Feedback. Und eine der wichtigen Fragen ist ja auch diese Wahlcomputer-Problematik. Da gibt es ja auch verschiedene Lösungsansätze. Und dazu eine Meinung, vielleicht auch von Markus zuerst. Da gab es ja auch, weil du Jurist bist, sozusagen dieses Datenschutzgutachten an den Datenschutzbeauftragten Pankow. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Kenne ich nicht, ich würde es aber mal anders anfassen. Wir haben ja ein schönes Beispiel in den USA gehabt und sozusagen, dass da am Ende ganz große Fragen waren, was war nun richtig, was war falsch und so weiter. Und ich hatte, glaube ich, mich dazu auch schon mal schriftlich umfangreich geäußert. Ich bin also grundsätzlich gegen Wahlcomputer, weil einfach der Vorteil der analogen Wahl, dem Kreuzchen, einfach die Nachweisbarkeit ist. Die bleibt nachweisbar. Da liegt ein Haufen Zettel zur Arbeit, ich muss sie alle nochmal anfassen, ich muss sie alle nochmal durchzählen, aber es bleibt nachweisbar und beweisbar, dass es so ist, wie es vorher war, oder dass es nicht so ist. Also ich bin da wirklich ein absoluter Vertreter, Kreuzchen zu machen, ohne Wahlcomputer. Auch wenn mir die großen Vorteile eines Wahlcomputers bewusst sind, doch ich bleibe dabei, ein Land wie Deutschland, das sich als Demokratie verpflichtet ist, muss diesen Aufwand betreiben, um diese demokratische Abstimmung dann auch nachvollziehbar zu lassen, auch für einen späteren Zeitraum im Gegner. Und die Angreifbarkeit ist bei analogen Sachen auch viel größer. Die Frage waren alle, wenn ich das richtig gesehen habe. Also es geht, ich glaube, um die klaren Debatte über den Feedback. Ne? Da bin ich noch nicht ganz eingestiegen, aber aus meiner jetzt sagen wir mal oberflächlichen Sicht heraus ist die Tendenz hingegen zur Klarnamen, zur Verwendung von Klarnamen sinnvoller. Letztlich, weil du meiner Meinung nach dadurch eine erhöhte Sachlichkeit in den Argumentationen hast. Dann habe ich deine Frage nicht richtig verstanden, falsch beantwortet. Weil ich ging jetzt von einer Wahl auf. Das ist ja jetzt was anderes. Ist jetzt ein Wahlcomputer nicht wirklich? Ein Wahlcomputer wäre was, wenn es anonym wäre. Da es aber, also zumindest wie es momentan das Konzept der Mittelmann-Vorprogramme vorsieht, soll es ja überprüfbar bleiben. Also man als Mitglied kann seine eigene Stimme überprüfen, ob sie so abgegeben wurde und man kann auch sozusagen die Stimmen von anderen einsehen. Natürlich aber auch mit der Möglichkeit von Pseudonymisierung, die ich auch richtig finde. Prinzipiell muss man sich da natürlich auch mal, also absolut, gerade stellen sich gegen einen Wahlcomputer in dem Sinne. Das ist auch richtig und wichtig, aber ich glaube, wie gesagt, dass es halt Hacks gibt, ja, mit denen man sozusagen auch Möglichkeiten findet. Und ich glaube, der Weg dahinter ist gerade richtig gut. Ich möchte darauf hinweisen, dass eine Briefwahl zum Beispiel meiner Meinung nach mindestens genauso kritisch gesehen werden muss, wie wir das vielleicht einige Praxen, also aus Datenschutzgründen, mit der SMV tun. Danke. Du kannst gerne den Hund dokumentieren. Ich danke übrigens für die Verzierung meines Hundes. So, Christian? Ja, die Frage richtet sich an alle drei Kandidaten. Und zwar heißt es ja, dass auf einen Bundestagsabgeordneten ungefähr mindestens zwei Lobbyisten kommen. 40.
Okay, sagen wir dann 40. Wie geht ihr mit solchen Anfragen um? Zum Beispiel, dass man sich persönlich mit diesen Leuten trifft, anonym. Wie handhabt ihr das dann, wenn diese Leute hier angenommen werden? Also ich treffe mich nicht anonym mit Touristen. Das kann ich schon mal komplett ausschließen. Auf der anderen Seite, Lobbyismus ist ein weit gefasster Begriff. Das heißt, da gibt es auch NGOs, also so Mehrheit Demokratie e.V., was auch Lobbyarbeit ist, was die machen. Da muss man natürlich auch unterscheiden. Und ich als Pirat bin natürlich sozusagen immer auf die Schnittmenge gedacht, ja, was in der Lobby als Schnittmenge da ist. Und da gab es mal in Lübeck diese Veranstaltung, wo die Frau von der SPD im Bundestag gesagt hat, dass sie das so toll findet, was die Pharma-Lobby und Referenten da jetzt erzählen und die als Entscheidungsgrundlage geben, das ist natürlich Bullshit. Also, Entschuldigung, das ist jetzt meine Wortwahl oder so, es geht um eine sachliche Einschätzung einer Gesetzesinitiative und eines, ja. Da ist, muss man immer im Kopf behalten, dass eine Lobby-Meinung, ja, oder durch eine Meinung durch einen Lobbyvertreter immer gefährdet ist, immer konnotiert ist. Und deswegen muss man immer noch fragen. Ein Schwarz-Weiß-Denker. Ich habe mich mit dem Argument auseinandergesetzt, die zum Beispiel von einem meiner Professoren kam, der sagte, Lobbyismus ist wichtig, weil der entsprechende Entscheider gar nicht alle Informationen haben kann oder bekommen kann, die er für seine Entscheidung findet. Und das bezweifle ich, so wie das Roman auch gerade ansetzt, das bezweifle ich. Und ich denke auch, also ich bin rigoros gegen die Art von Lobbyismus und bin auch der Meinung, dass ich das kommuniziere. Also man kann Anfragen stellen an den wissenschaftlichen Bereich des Bundestags oder ich kann Professoren fragen, wo ich eine unabhängige Meinung kriege und das kann ich frei streuen und dann kann ich mir da auch eine Meinung bilden und dann kriege ich dann meine Informationslage natürlich auch zu machen. Okay. Eine Minute. Man kann anfangen mit dem Lobbyregister. Man sollte weitermachen mit Aufzeichnungen von Gesprächen, die man führt, so wie es vielleicht Jonas Polaro macht, dass er das irgendwie nie alleine macht, sondern immer noch einen Zeugen mit dabei hat oder ähnliches, oder es teilweise auch aufzeichnen dann, aber vielleicht immer aufzeichnen. Wichtig ist natürlich eine Selbstüberprüfung, dass man auch das kontrolliert, was man dort abstimmt und dass man auch sich irgendwie, ja, ich switche zum letzten Punkt, mit den Touren, mit Feedback zum Beispiel Meinung einholen, weil man dort zum Beispiel die Möglichkeit hat, auch Lobby-Einschuss offen zu legen, durch das Wissen von vielen, ja, dass man dann sagen kann, okay, also selbst wenn hier eine Lobby-Organisation kommt und sagt, oder ein Lobbyist sagt, hier ist jetzt ein Vorschlag, ist ja nicht, also man kann ja nicht sagen, das per se einfach abzulehnen, weil es von einem Lobbyisten kommt, man kann den aber reinstellen und kann mal sagen, okay, jetzt gibt mal Feedback, so, und dann kann man sich überhaupt erstmal anhören, was da vielleicht gut dran ist oder was halt schlecht dran ist. So. Und ich glaube, das sind ganz wichtige Prozesse, weil also dieses ja, Schwarz-Weiß-Denken finde ich halt schwierig. Das Ding? Erstes okay, finde ich halt schwierig. Achso, ich darf ja. Ja, jetzt. Und zwar, was versteht ihr unter Commons? Open Data? Schönen Gruß an Lenz da. Was Commons? Ja, was versteht ihr unter Commons, Open Data und Open Access und was ist eure Meinung zu den Inhalten? Okay, also Open Access ist der freie Zugang zu Forschungsergebnissen, Studien etc., weil die aus Steuermitteln finanziert wurden. Open Data ist der freie Zugang zu Daten, die zum Beispiel erheben. Also da denke ich immer als Geograf auch ganz speziell an Satellitenbilder oder Luftbilder, die teilweise die Universitäten kaufen müssen von den Landesbehörden, obwohl beides aus Steuermitteln finanziert ist, also man schießt sich da mit Geld hin und her. Und Commons, nein, nicht nur Creative Commons, aber sehr geil, ich glaube, dieser freie Zugang zu ja, allen möglichen Dingen, zu Kultur, Gütern, zu vielleicht auch das, was wir im Harz mal besprochen hatten, zu Räumlichkeiten für kleine Jugendclubs oder für was weiß der Teufel, also dass man auch damit Möglichkeiten schafft, öffentlich mehr zu organisieren und das immer, also mit möglichst ohne diese Geldbarrieren oder sowas. Danke. Hast du
So, finde ich gut. Sehr gut. War das dein Selbstmittel oder? Nee, Markus. Hab ich schon geredet? Schon mehr Rede geredet dran. Ich quatsche immer, wenn ich darf. Volles Programm. Geht mir nur das? Jetzt? Ja, lieber Andreas, also bleib dabei. Kammerns ist völlig okay. Die Gemeinden sollten nur die Möglichkeit haben, dass sie sich solche Sachen zulegen kann. Bei der aktuellen Finanznot wird das immer schwieriger. Open Data und Open Access kann ich mich nur anschließen und sagen, ja, das ist natürlich logisch, weil es macht keinen Sinn, rechte Tasche, linke Tasche, das Geld zu schieben für die Erhebung von Daten, um das ein anderes Amt auch nochmal kauft. Das halte ich auch für so ein Quatsch. Das vielleicht auch nicht auf jeden Fall. Das ist Unsinn. Ich denke, man kann da auch noch die weiterführend gehen, wenn man sozusagen die Transparenzgedanken wieder hat. Dann sollte natürlich auch jede Verwaltung in die andere Verwaltung reingucken können und sich dann diese Daten automatisch abrufen können. Fertig? Ja. Und Roman? Also zu dem, was Stefan gesagt hat, also Open Data, Open Access hat es sehr gut erklärt, ist eine super Sache. Commons als Allmende, digitale Allmende, als Gemeingut sozusagen. Und die drei Sachen insgesamt sind unter anderem auch Produkte des 21. Jahrhunderts, der Netzgesellschaft sozusagen, die es wieder ermöglichen. Das wieder ins gesellschaftliche Bewusstsein zu rücken, dass es halt sowas gibt wie Allgemeingut. Ja, und dass es halt durch die Netzinfrastruktur des Internets das auch so zu verteilen. Und Commons als Gemeingut halt auch darüber hinaus, nicht nur virtuelle Software und so weiter, sondern halt auch, wie er schon gesagt hat, halt auch Räume oder was weiß ich, Güter, die halt allgemein einfach zur Verfügung gestellt werden. Und das ist ein sehr wichtiger Prozess, der meiner Meinung nach bloß gut durch das Internet wieder ein bisschen halt angeschoben wird. Den ich jetzt sehr am Spitzen. Okay. Ja, dann würde ich sagen, die Frage, man sieht oftmals Bundestagsabgeordnete bei irgendwelchen Showveranstaltungen, der Berlinale, Bundespressewahl, das sind jetzt die bekannten. Dort ist alles, was Rang und Namen hat, aus Wirtschaft, aus Entertainment, aus anderen Bereichen. Wenn ihr solche Anfragen kriegen solltet, was Piraten schon bekommen haben, zum Bundespressewahl zum Beispiel Christopher Lauer, wo es auch ein Doku gibt darüber. Wie geht ihr mit solchen Anfragen um? Ich weiß, dass du das sehr kritisch siehst, aber letztendlich steht für mich mal die Vernetzung im Vordergrund. Und auf solchen Veranstaltungen laufen natürlich die Bluse, fahren man ein Lobby und bla bla rum. Und da muss man natürlich auch diese Menschenkenntnis besitzen und halt sich nicht halt sozusagen zugewiesen lassen und halt jetzt irgendwie sich dahingehend beeinflussen lassen, sondern jeder von uns, denke ich mal, ist auch ein gestandener Mensch, der seine eigene Meinung hat und auch gefestigt innerhalb der Piratenpartei ist. Und deswegen ist es auch für mich wichtig, sozusagen jetzt nicht alle, aber sagen wir mal eine kritische Menge von solchen Veranstaltungen mit und in sich über die Partei hinaus und über den Bundestag hinaus zu vernetzen. Ja, also ich sage mal so Bundespresse, weil es halt generell überhaupt gar nicht mein Ding ist, wie auf andere Partys mit anderer Musik und anderer Seite. ich denke aber, also es ist natürlich auch ein Beispiel, wenn es jetzt aber vielleicht, ich sag mal, was weiß ich, also wenn mich irgendwie ein Kleinkunstfestival einlädt oder was weiß ich, also ich meine, das kann man sich halt mal angucken. Ich glaube, es ist auch wichtig, also ja, Teil von Netzung, aber auch offen zu sein für gute Projekte zum Beispiel, ja. Das ist aber die Frage, wo macht man die Abgrenzung? Das ist klar, Bundespresseball und zu sagen, oder hier Kunstmume in Halle, ne? Das sind völlig klar, kann man auch ganz gut trennen, aber irgendwann, je mehr da reinkommt, desto größer wird die Trennschaft. Ich glaube, ganz wichtig ist bei wiederum zu sagen, auch dass man irgendwo eingeladen wird, von wem man eingeladen wird, was man erhalten hat oder erhalten hätte, oder auch, also da bin ich auch relativ radikal, würde ich sagen, also wenn mir zum Beispiel irgendwie was angeboten wird, dass ich irgendwie Deal mache, dann wäre das für mich das allererste, ich sage mir, okay, hier, schöne Pressemitteilung. Ja, schwieriges Thema. Also das hatte ich mich auch schon mal umfangreich mit beschäftigt.
und muss sich dann auch von meinem Schatz weiterhin abgucken, weil es einfach eine schwierige Kiste ist aus zweierlei Dingen. Erstens, es gibt öffentliche Veranstaltungen, es gibt offizielle Veranstaltungen. Bei offiziellen Veranstaltungen ist immer die Frage, muss ich dabei sein oder muss ich nicht? Welchem Zweck dienen sie? Und bin ich dabei als Mandatsträger, der eine Verantwortung trägt, der dieses Land dann auch repräsentiert und der die Demokratie dann auch trägt, muss ich daran teilhaben? Wenn es offiziell ist, denke ich, dann gehe ich schon. Wenn es natürlich dann um so eine Vermischungssachen gibt, also so, dann gibt es die öffentlichen Veranstaltungen, also kulturelle jeder Art, wenn ich also sozusagen auch ein persönliches Interesse an Kultur habe und möchte zur Berlinale gehen, dann ist die Frage, ob ich mich dort einlassen lasse oder ob ich dort hingehe und bezahle die Karte selber oder lehne die Einladung ab und zahle die Karte. Und dann gehe hin, jeder andere guckt zum Teufel auch, ohne jetzt die, sag ich mal, Besonderheiten, die mir da entgegengebracht werden würden, als Bundestagsabgeordnete, um Lobbyismus sozusagen zu betreiben, dann halte ich das für schlecht. Und da liegt es dann an jedem Abgeordneten selbst zu sagen, nee, ich lehne die Einladung ab, aber ich habe mir eh schon eine Karte gekauft und ihr seht mich dort, aber bitte lasst mich in Ruhe und ich bin jetzt kein Privatmensch. Und ich glaube, wenn man das so hinbekommt, ist okay. Dann, glaube ich, der Sache ein gutes Genügend getan. Haben alle die Antwort? Ja. Gut, nächste Frage. Ich habe nochmal einen Geo-Antrag. Worauf? Mut zur Mitte. Kann man eins reinig machen? Dies ist kein valider Geo-Antrag. Geo-Antrag auf Verkürzung der Redezeit auf 1,30. Ja, Begrenzung der Redezeit auf 1,30. Wir haben einen Geo-Antrag auf Begrenzung der Redezeit auf 1:30. Gibt es dagegen eine Gegenrede? Formell. Dann stimmen wir ab. Wer ist für die Annahme des Geo-Antrages Begrenzung der Redezeit auf 1:30? Wer ist Wer ist dagegen? Boah, der wurde dann. Wer ist nochmal dafür? Nee, das geht jetzt nicht, weil jetzt habe ich beeinflusst und gesagt, es wären jetzt noch 2 Stunden mehr gewesen, dass es dann erreicht hätte. Das hatte ich jetzt dafür, schlecht. 6 dagegen, damit ist der Geo-Antrag abgelehnt und wir machen weiter mit der nächsten Frage. Ja, wie lange denkt ihr schon darüber nach, für den Bundestag zu kandidieren? Also, ich glaube, die allerersten Grundzüge und überhaupt Gedanken, dass es irgendwo eine Möglichkeit sein könnte, sind irgendwie nach dem Wahlkampf aufgekommen. Aber so richtig handfest damit beschäftigt habe ich mich, glaube ich, so im dritten und vierten Quartal von 2012. Aufgrund der Erkenntnis, dass es also nur aus meiner Sicht im Bundestag was zu ändern gibt, von Anfang an meiner politischen Arbeit. Auch wenn ich zum Beispiel heute weiß, dass man über NGOs und die APO doch erheblichen Einfluss auf das politische System erwirken kann, was ich also für den damals halt für mich nicht erkennbar war oder für mich nicht relevant war. Ja. Kennst du die gute Sprache der Versammlungsleitung? Ja. Also ehrlich gesagt, ich habe schon 2009 darüber nachgedacht, weil es halt einfach für mich in akuter Handlungsbedarf stand, den ich da irgendwie halt, also der sich in mir manifestiert hat, wo ich mich halt einbringen wollte. Wo ich aber sozusagen auch erkannt habe, es gibt an anderen Stellen dringenden Handlungsbedarf sozusagen, und zwar im Aufbau des Landesverbandes. Und es gibt schon genügend in dem Zeitpunkt, wo das halt für mich auch schon genügend andere Kandidaten, wo ich gesagt habe, ich ziehe es zurück. Und das war so das erste Mal, wo ich drüber nachgedacht habe. Eine Meines Privatlebens. Also ziemlich gut, weil ich halt über Jahre lernen musste, was das bedeutet, sozusagen, was das eigentlich an sich hat. Für mich musst du die Frage spezifizieren. Also wenn wir uns voneinander abgrenzen, ist das, glaube ich, deutlich. Also ich bin nur so der Laute, was ich eigentlich gar nicht will.
und vielleicht manchmal auch der Überkonsequenz, was manchmal auch nicht nötig ist, dass ich also nicht kompromissbereit bin. Und ich glaube, da sind wir die anderen sehr, schon mal sehr konträr oder sehr unterschiedlich. Wir versuchen halt immer oft einen häufigen Kompromiss zu finden. Und ich glaube, ich habe jeder so seine persönlichen Eigenschaften, wenn es jetzt auf diese Abgrenzung ankam. Und auch, glaube ich, themenspezifisch haben wir da auch ziemlich, haben wir da ziemlich unterschiedliche Ansichten in vielerlei Sachen. Auch wenn wir bei Kernthemen, glaube ich, sehr kongruent sind. Ich schreibe mal gut, fertig. Entschuldigung, aber... Ich schreibe doch nochmal fürs Fenster öffnen, was nötig ist. Ja, nee, dann möchte ich dazu gleich seinen Namen geben. It's magic. Du musst aufpassen, Alter. Ja, ich kenn's ja nicht. Also ich glaube noch, ich weiß. magst du da noch die Firmen aufklären oder nicht? Was? Nein, nee, ich wollte jetzt nicht mehr. Achso, ja. Dann erkennt das noch, oder? Was? Hast du das klar? Hast du klar, das gesehen? Ja, super, super, alles gut. Wurde die Frage beantwortet? Jemand was machen? Dann machen wir weiter, oder? Ja. Also ich hätte noch eine Gegenfrage. Also wir hatten vorhin schon mal Drogen- und Suchtpolitik angesprochen, aber also mich interessiert so weniger auch eure eigene Meinung, als vielmehr mich interessiert auf euch zusammen. Da würde ich euch bitten, mal kurz zu erklären, in bis wenigsten Sätzen, wie die Piratenpartei eigentlich Drogen- und Suchtpolitik nach allen Dingen. Ich weiß, dass du... Okay. Ja, warst du jetzt an alle? Ja. Soll ich anfangen? Oder möchte jemand sich vorbringen? Ich will mich nicht vorbringen, ich bringe mich zuerst vor. Also ich weiß, ich muss ja nicht alle Schlagworte, ich sage einfach mal, sag mal zwei Sachen. Einmal Prävention und einmal Entkriminalisierung. Was ich immer mehr versuche zu verstehen, dahinter dieser Punkt mit der Entkriminalisierung, zieht eigentlich auch ganz stark so Grundsätze von, also, dass wir gegen einen überwachten Staat sind, ja, also weil Vorratsdatenspeicher etc. ja auch schon teilweise benutzt oder abhören für halt diese, ja, für Leute, die halt sowas verticken oder was auch immer, ist natürlich ein Problem, dass es illegal ist und deswegen auch nicht legal, wirklich, also nicht legal besitzt werden kann. Oder angebaut werden kann, was auch immer, ja, das ist natürlich ein bisschen schwammig für eine Minute. Und Prävention ist Aufklärung und ich glaube, da sind wir auch relativ radikal, dass wir sagen, wir müssen also jede Altersklasse darüber aufklären. Also wir müssen eigentlich auch schon Drogenprävention in Schulen fordern und müssen eigentlich auch auf die Gefahren hinweisen, weil ich meine, dass 14-Jährige heutzutage an harte Substanzen wie Crystal oder sowas auch in Mitteldeutschland rankommen, das ist schon ziemlich hart. Ich danke dir auf jeden Fall, weil ich jetzt nicht so eindeutig kommentieren kann. Ich würde mich aber gerne noch anschließen, den Punkt zu sagen, dass das immer so ein bisschen eine Freigabe mitschwingt, so eine generelle Freigabe, die in meinen Augen aber auch so ein bisschen ein langfristiges Ziel ist. Ne? Eine aufgeklärte Gesellschaft muss auch dahingehend kommen, dass jeder selbst verantwortlich Drogen benutzen kann. Und das ist in meinen Augen ein sehr langfristiges Ziel, weil halt die Individuen in unserer Gesellschaft auch nicht in den Punkten immer so mündig ist. Ne? Wir haben halt auch eine Unterschicht oder sozial diskriminierte Gesellschaftsschichten, die für sowas sehr anfällig sind, sozusagen über Drogen zu fliehen, ne? Aus dieser Realität rauszukommen. Und da muss er erstmal einen wirtschaftlichen Aufbau machen, um letztlich dahingehend zu kommen, dass jeder das machen möchte, was er möchte. Ich habe eine Frage. Keine Fragen mehr im Raum. Will ich zur Sammlung noch ein paar Pet-Fragen haben? Oder ach, der Henning hat noch. Ja, was ist eure Meinung zu Geschlechtsverkehr mit Tieren? Was? Ich weiß, das führt jetzt zu Lachen, aber das ist keine abwegige Frage. Die habe ich letztes Jahr als, als Vorstandsmitglied bekommen. Ja, das war eine Diskussion. Fange ich an. Fange ich schon ungezogen dir gegenüber? Ja, weil... Ich schwinge immer eine Unterstellung mit, halte ich für Unsinn.
Ich glaube, die Piraten grundsätzlich sind ja eine Freiheit, das ist vielleicht übertrieben, aber eine Freiheitspartei, die sozusagen ja, die Freiheit des Einzelnen groß auf die Fahne geschrieben haben. Und die Person soll es frei bleiben. Also aus meiner Sicht, jeder Mensch soll seinem Gusto nachkommen. Es ist ja der Tierschutzaspekt spielt ja dabei mit einer Rolle. Und da, denke ich, muss das einfach mal diskutiert werden. Also ich kann mich da für beide Seiten anfreunden, aber das soll jeder für sich entscheiden. Also für mich ist es natürlich ein Tabu und ein No-Go, aber... Es geht darum, wie ihr das euch gesetzlich vorstellt im Bundestag. Nicht darum, was ihr persönlich meint. Ja, die Regeln sind ja ganz klar. Bis jetzt ist es verboten. Muss man darüber streiten, das Verbot aufzuheben oder nicht. Also, ich halte es im Sinne des Tierschutzes für verboten. Ja. Und von der Worte her, ja, das meine ich. Die anderen müssen noch. Ja. Können. Also Alex hat mich gerade so Fragen angeguckt. So. Nö, das waren schon dann alle, ne? Ja, waren alle. Ja. Er will noch mal, er hat doch nicht. Also meine Meinung dazu ist, ich kann dazu nichts sagen. Letztlich, ich mich damit nicht eingehend beschäftigt. Guck mal, ich hab nicht drauf, so eine Frage. Ja. Also, was ist noch, genau, letzte. Ich stelle mir halt so eine Einvernehmlichkeit da ziemlich schwierig vor, deswegen irgendwie ist es ein bisschen fragwürdig. Aber anyway. Aber die was man so ist, noch ein Thema, das glaube ich jetzt nicht. Ja, das, ja, ich kann nicht. Das erzählt Tierschützer. Das erzählt Tierschützer. Ja. Das wäre schlecht. Also Sex mit Gummibärchen, gerne. der Begriff Sodomie. Ist ja eigentlich schon so eine historische Sache, weil es irgendwie auch der gleiche Begriff ist, der für Sex zwischen Homosexuellen benutzt wird. Ich glaube, ich bin mir eigentlich gar nicht sicher. Also ich dachte, dass so ein Gesetz wurde eigentlich kippt und ist momentan, oder also ich dachte, dass wir das so nicht strafbar ist in Deutschland, aber ich will mich da jetzt noch besser Okay, genau. Ich denke, dass ein Gesetzesvorschlag in dieser Richtung des Verbots einfach eine Überregulierung ist von irgendwo, keine Ahnung, was nicht existenten oder kaum existenten. Und da, also, was wir schon haben, ist der Straftatbestand der Tierquälerei. So, und das ist für mich eigentlich eine Sache, ist ganz klar. Und ich weiß nicht, ob es notwendig ist, so ein Gesetz dann zusätzlich noch zu haben. So, weiß ich nicht. Frische Luft hat gut, danke. Ja, so sind wir Geld. Ja, genau. Ich hatte mal hier Masken. So, haben wir noch ein paar Pet-Fragen? Will die Versammlung noch Pet-Fragen haben? Ja. Das finde ich kein vernünftiges Meinungsbild, was du gerade gemacht hast. Wer noch Pet-Fragen haben möchte, möge jetzt bitte die Karte heben. Wer ist dagegen? Ach komm schon. Oh, okay, es geht also, wir machen weiter mit dem Pet. 5 zu 4. Pet-Fragen. Ich mach mal Anspruch über das eine Einzel. Markus! Wer hätte das aber nicht so freut? Nein, es war die Reihenfolge Markus, Stefan und Roman, ihr kriegt jeweils jetzt eine. Du bist ja schon Mitglied in zwei anderen politischen Gruppierungen und Parteien gewesen und daher im politischen Halle wahrscheinlich nicht unbekannt. Was hältst du von dem Vorwurf, den wir Bürger Halles und auch der politische Gegner entgegenbringen können, dass du nur Parteihopping machst, um einen Posten im politischen Betrieb zu bekommen, es dir also gar nicht um die Partei geht? Von Hanse. Also wenn es jetzt nur um Parteihopping gehen würde, dann leuchtet also jedem ein, dass ich bei den Piraten, glaube ich, dann völlig falsch wäre, sondern ich wäre dann zu den großen Parteien gegangen. Ja, also gerade bei den Grünen hat sich ja in den letzten 10 Jahren ganz klar herauskristallisiert, oder bei der FDP, dass man da blitzschnell Verheerung Mandatshopping machen kann. Und da ich ja sage, ich bin grüner als die Grünen, liberaler als die Liberalen,
konservativen und roter als die Roten. Hätte ich also da auch verschiedene Wähler hingegangen, wenn ich auch. Nein, das würde ich mich nicht vorstellen. Das ist schwierig, weil das ja sozusagen alles im Handel ist. Genau, also das heißt, wenn es mir auch darum ginge, dann wäre ich da, ja, hätte ich das nicht gemacht. Oder ein schönes Beispiel, ich hätte ja mit der WASG damals zur Linken gehen können. Okay. Und ich bin mir sicher, dass mein Weg da vorgezeichnet war. Ich konnte mich auch in einfach ein paar Grundsätzen dort nicht einverstanden erklären und bin diesen Weg gegangen. Also das ist eigentlich klar erkennbar, dass es kein Popping ist. So, Arndt, Stefan? Ja. Ich bewerte den zweiten Teil der Frage, wer im Pet gerade mitliest, nicht als ja, sinnvoll. Da wird Sympathie nach egal. Okay. Du wirst nach der Sympathie zum Fragesteller gefragt, aber bitte rauslassen. Gerne. Bist du für eine Männerquote im Friseurhandwerk? Der Teil danach war noch schlimmer. Der erste Teil der Frage war noch in Ordnung. Ja. Also ich glaube, da das relativ stark wirtschaftlich, also selbstständig wirtschaftlich oder orientierte Zweig ist, ist sowas eigentlich, weiß ich gar nicht, ob man das überhaupt einführen könnte, wenn man wollte. Also ich halte es für nicht sinnvoll. Ich glaube, diese Quotendebatte ist ja auch meistens ja auf sowas wie, ja, also wie sagt man, diese ganz elitären Posten, also Manager und Vorstände etc. beschränkt. Okay, ein Kommentar von mir. Anwesende im Raum kommen schneller dran, wenn sie den Arm heben, als wenn sie das Pad benutzen. Oh, Tilo. Nur mal so. Mach doch. Dann so. Haben wir ja auch dran. Wir waren ja vorher schon. Ja. Persönlich wie auch sein. Okay. Nächste Frage, Roman. Kannst du dir... Hey, danke. Kannst du dir vorstellen, als Bundestagsabgeordneter leichter verständliche Sprache zu benutzen? Sprache zu benutzen. Kann ich mir vorstellen. Gut. möchtet ihr jetzt mal noch so eine Frage an alle oder solltet ihr eure einzelne Frage? Noch eine an alle. Gut. Dann nehme ich mal blau. Wie steht ihr zur sogenannten Terrorismusbedrohung und dem politischen Aktionismus dagegen mit den entsprechenden Überwachungsmaßnahmen und Einschränkungen der persönlichen Freiheit? Wenn ihr die Möglichkeit hättet, was und wie würdet ihr es gegebenenfalls anders machen? So, die Frage ist eine halbe Minute dort. Und das eine halbe Minute, ne? Ich habe dort nur einen Antrag. Ja, den kann jetzt eins einbringen. Ändert sich doch eh nichts. Doch, es kostet nur Zeit. Okay, fange ich an? Danke. Okay. Also die Kreuzfahrt war nach dieser Frage letztlich ist es ja so, dass die Terrorismusdebatte oder überhaupt dieses Gespenst-Terrorismus in Deutschland global schon fast ein Instrument der Politik ist, ein Instrument der Angst in der Politik sozusagen. Da werden halt Bedürfnisse in die Bevölkerung, in die Gesellschaft induziert, die nicht eigentlich sozusagen die tatsächlichen Bedürfnisse in der Gesellschaft widerspiegeln. Und was ich da anders machen würde, ist halt eine schwierige Frage, weil es nämlich auf die internationale Diplomatie und Geopolitik abzieht, aber sozusagen ein Bedrohungsszenario würde ich niemals als, also ich würde niemals Angstpolitik benutzen. Ich würde niemals ein Bedrohungsszenario benutzen, um damit Politik zu machen. Ding. Ding. Gut, danke Roman. Die CDU hat immer schon den Anspruch Freiheit durch Sicherheit. Ich finde den Umkehrschluss Sicherheit durch Freiheit eigentlich besser. Wenn man sich sicher ist, dass man nie zu 100% irgendwo sicher sein kann, dann kann man auch relaxter damit umgehen. Wenn ich die Straße überquere und ich weiß, es kann mir was passieren, dann kann ich damit umgehen. Wenn ich denke, dass irgendjemand es eingerichtet hat, dass hier niemals ein Auto lang fährt, und ich laufe immer blind los, dann werde ich vielleicht noch hochfahren, weil irgendwas dazu gehört. Von daher, Grundsatzthema, die Piraten
Kontrollmechanismen abbauen, diesen Terrorismus Hype eigentlich auch versuchen zu versachlichen, und meistens steckt da eigentlich, weiß ich nicht, ich weiß nicht, was dahinter steckt, wie gesagt, ich will auch nicht eine Verschwörungstüte aufmachen. Und ja, der Ping hat mich rausgebracht, Entschuldigung. Ja, gut. Ping, sorry. Ja, schwierige Frage, schlaue Frage. Grundsätzlich stimme ich dem Bedrohung, was Roman gesagt hat, voll zu, dass man also das Bedrohungspotenzial oder das Bedrohungsszenario nicht dazu benutzt, politische Grundsätze durchzudrücken. Ich hatte das Vergnügen, den jetzigen Präsidenten des Bundesverfassungsschutzes in zwei Vorträgen kennenzulernen und privat hinterher noch beim Abendessen zu sitzen und Fragen zu stellen und mir Informationen einzuziehen. Und die Schwierigkeit besteht darin, dass wir den Schutzapparat, den die Bundesrepublik aufgebaut hat, dass wir den in unserer Situation nicht mal ansatzweise erfassen können. Und das ist die Schwierigkeit dazu, jetzt zu sagen, was man daran ändern kann. Ich bin der Meinung, dass es so ist, wie es jetzt ist, glaube ich, für unser Land, für unsere Bürger gut ist, was die Benutzung dazu, das Benutzen, um unsere Bürgerrechte einzuschränken, halte ich dafür als Beispiel völlig falsch. Aber das sind wieder zwei völlig verschiedene Sachen. Ich habe das erste Ding gehört. Sind da völlig verschiedene Sachen, wo also der Transparenzgedanke sein muss, damit wir überhaupt wissen, was überhaupt aufgefahren wird, damit wir keine Bombenanschläge in Deutschland haben, etc. Das sind also in den meisten Fällen. Marco? Nicht. Ja, gut. Dann ich höre noch nicht für 30 Sekunden extra Redezeit. Man kann auch einfach die 5 Sekunden in der Satzung beenden, einfach auch nochmal ganz gut. So fällt es doch hier rum und ich kann sagen, ja, aber du willst doch auch. Das Blinken kommt erst eine Minute plus der laufende Satz ist fertig gesprochen. Nur mal so. Ja, dann haben wir vermutlich einen EU-Antrag auf Begrenzung der Redezeit auf 1 Minute 30. Sehe ich das richtig? Ja. Gut. Gibt es eine Gegenrede? Formal. Okay, dann stimmen wir ab. Wer ist für diesen EU-Antrag auf Begrenzung der Redezeit auf 1 Minute 30? Ihr, wer ist dagegen? Das ist die Mehrheit. Das ist der zweite Mal abgelehnt. Zum dritten, ich zähle da nicht mit. Also ist das für ein GU-Antrag? Jetzt kommt die Antwort, dieser GU-Antrag ist nicht gut. Ich formuliere das als zulässigen GU-Antrag. Wir haben einen GU-Antrag auf Schließung der Rednerliste. Gibt es eine Gegenrede? Formal. Formal, dann stimmen wir dann ab. Wer ist für die Annahme dieses GU-Antrages? 1, 2, 3, 4, 5. Wer ist dagegen? 1, 2, 3, 4. Und damit ist die Rednerliste geschlossen. Ja, wer noch Fragen hat, möge diese sich in die Rednerliste einstellen. Einmal, zweimal. Ihr könnt auch Proxy von Pet-Fragen noch bauen, wenn ihr wollt. Dreimal. Gibt es weitere Leute? Gut, dann ist die Rednerliste nach dem Christoph geschlossen. Henning, hau rein. Moment, war das die Meldung? Nee, das war gehend und Henning, du Christoph. Ich habe im Prinzip nur eine Anfrage. Das ist schade, dass wir nicht noch mehr fragen können, aber egal. Ist der deutsche Staat souverän? Ja, nein. Ja. Hand hoch für ja, für nein, nicht. Gut. Tilo? Wie steht ihr zur Aufschreidebatte und ist eure Position konform oder konträr zum Grundsatzprogramm der Piraten? Relativ, das Geschlecht dann von jemandem. Die Aufschreidebatte. Ah ja. Du bist bestimmt zum Schluss, oder? Mir egal. Ich möchte an. Also ja, dagegen, was Neo mal anfängt, weil ich habe ja gar nichts vor. Ja, also ich habe große Schnittstellen mit dem Parteiprogramm, aber ich stehe auch öfters auf der Minderheitenliste. Wo ich also. Ja, die kam mir gerade die Frage, wie ich das richtig verstanden habe. Wie stehe ich zum Parteiprogramm oder nicht? Ja, das war erstmal Aufschreidebatte eigentlich. Ja, also ich habe den Aufschrei eigentlich mitbekommen und also entweder wurde ich durch die Presse getragen oder nicht richtig durch die Piratengremien. Ja, kommt jetzt wieder drauf an, ja, was ihr meint mit Aufschreibebatte. Jeder hat da eine andere Sicht auf die Sache. Und eine Frage.
Ich denke nicht, sonst würde ich ja nicht so antworten. Das ist ja wohl irgendwie klar, oder? Du hast aber gesagt, jeder hat eine andere Meinung, weiß aber gar nicht. Nochmal, also für mich bedeutet ein Aufschrei zum Beispiel, würde jetzt meine 1 Minute sprengen, genau. Und beim Parteiprogramm habe ich viele Schnittstellen, die ich mitgehe, aber auch einige, wo ich sozusagen in der Minderheit mitgehe. Ich fand das ein sehr interessantes Phänomen auf jeden Fall. Also diese Aufschreidebatte, die im Grunde genommen über Twitter in die Gesellschaft hineingeschwappt ist, ist ein Beispielphänomen für sozusagen die Rückkopplung aus den sozialen Medien in die Gesellschaft. Und da gibt es auf jeden Fall, wenn das so passiert, immer eine intrinsische Notwendigkeit, dass das passiert. Das heißt. Eine intrinsische Notwendigkeit. Also im System. Also sozusagen der Twitter-User und der Piraten, die das aufgebaut haben und so weiter, gibt es Nährboden, auf den er stößt, dass sich das weiter pflanzt, fortpflanzt sozusagen. Und ich finde, dass es eine ganz wichtige Debatte ist, die Aufschrei-Debatte, weil sie sozusagen den aktuellen gesellschaftlichen Stand bezüglich Diskriminierung und Emanzipation und das Geschlechterbild sozusagen mal verdeutlicht, sozusagen, also auf den aktuellen Stand bringt. Und die Debatte ist sehr wertvoll. Und wie ich dazu stehe, ich bin auf jeden Fall, ich stehe voll zu dem piratigen Familien- und Geschlechterpolitik, weil die sehr liberal ist und weil sie sozusagen diese Erweiterung darstellt, sozusagen weg von diesem klassischen Rollenbild hin zum. Also, wie stehst du zur Aufschreibebande und ist deine Meinung konform oder konträr zum Grunde? Das sind 2 Fragen. Meine Meinung zum Grundprogramm zum Thema Aufschreibebande. Beziehst du den zweiten Teil der Frage auf den ersten oder ganz generell aufs Parteiprogramm? Nein, auf das ist ja eigentlich Geschlechtern von mir mit dem. Gut. Ja, also ich gehe absolut konform mit den Dingen, weil es die geschlechtliche und sexuelle Identität offen lässt, mehr Möglichkeiten schafft und vor allem, was ja auch eigentlich meines Wissens nach in der Parteienlandschaft einmalig ist, dass wir auch uns für, wie nennt man es, Polyamorie oder viel Liberei, wie auch immer, einsetzen. Also das will ich sagen, das klassische Modell von 2 Personen, die sich zu lieben haben, aber da nicht ausbrechen dürfen, also anders an die Fremd gehen. wollen wir unterstützen. Also dass wir auch, das ist natürlich ein Clou. Also wir müssen uns überlegen, wie wir in den nächsten, also wenn wir im Bundestag sitzen, wie wir auch Gesetzesinitiativen dafür schaffen wollen. Also wie machen wir das mit Adoptionsrecht, wie machen wir das mit biologischen und sozialen Elternteilen etc. Das ist eine ganz schwierige Debatte, aber ich stehe da voll dahinter und ich sehe auch, dass zum Beispiel also in der Queeraten des Gehe-Clubs und andere Arbeitsgruppen und Crews, dass dort sehr viel Gutes gearbeitet wird. Also zum Beispiel auch, dass das Asylrecht aufgrund von, der Verfolgung sexueller, der sexuellen Identität oder geschlechtlichen Identität, dass es darauf ausgeweitet wird, finde ich eine ganz wichtige Geschichte. Weil also in einigen Ländern ist es mal fast Todesstrafe gibt, wenn man homosexuell ist. Gibt es So, Christoph? So, meine Frage geht an Markus. Ich habe gehört, du hast bei der Kandidateninterview gesagt, du bist das Gewissen der Partei. Kannst du das vielleicht erklären? Was ja, ich reg mich ja über Furz und Teufel auf und ich wittere ja hinter jeder Aktion eine Verschwörung und einen negativen Beigeschmack. Also ich versuche. Ich weiß auch nicht, warum das bei mir so ist, aber ich hinterfrage jeden Furz und Teufel kritisch, mich auch, schließe mich davon wirklich nicht aus. Und genau das macht ja eigentlich ein Gewissen, auch wenn das natürlich in dem Moment völlig übertrieben dargestellt war. Ich glaube, das kann jeder andere auch, aber es rutscht in dem Moment einfach so raus. Ja. Gut. Danke. Damit wären wir mit der Kandidatenfrage durch. Und das ist genau der richtige Augenblick für den Auftritt des Wahlleiters. Ja. Nicht, dass ihr niemand die Wahl anrechnet, weil der Wahlleiter so. Ja. Sie haben es geschafft, nach 2 Stunden, 15 Minuten Kandidatenbefragung und Vorstellung. Nicht. Dann gehen wir weiter zur Wahl. Vielen Dank, dass wir, wenn ihr wollt, können wir hier noch sitzen bleiben, mir egal. Danke.
Lange genug? Alex, wenn du in die Kamera sprechen musst, musst du ganz kurz nach vorne gehen. Tommy kann Jumpstart. Ich spreche nicht in die Kamera. Ja, aber gut. Einfach, glaube ich, weil ich also erklären, was die Leute tun sollen. Genau. Habt ihr euch das Wahlverfahren? Ihr habt alle so lustige Stimmzettel bekommen. Ne? Wir nehmen den Wahl 1, das ist der erste, den Rest einfach vorne ab. Wir haben drei Kandidaten, die Reihenfolge haben wir vorhin ausgelost. Kandidat 1 für Roman, Kandidat 2 Stefan, Kandidat 3 Markus. Wir machen Approval Voting, das heißt, wir nehmen nur die Spalte mit den Ja-Stimmen. Wenn ihr bei Nein oder Enthaltung ankreuzt, ist euer Stimmzettel ungültig. Ihr könnt jedem Kandidaten, den ihr könnt jedem Kandidaten ein Kreuz geben, ihr könnt auch niemandem ein Kreuz geben. Ja, falls ihr also nur die erste Spalte nehmen, die ersten drei Zeilen, für 1 Roman, 2 Stefan, 3 Markus. Falls ihr euch verkreuzt, dann malt bitte einfach das Kästchen voll aus, dann ist es wieder wie kein Kreuz. Ne? Wenn ihr da Bildchen drauf malt oder Hakenkreuz oder ähnliches, ist euer Wahlzettel ungültig. Herzchen? Herzchen sind auch nicht zulässig. Nur Kreuzchen. Ja? Gut. Die letzten Zeilen 4 bis 8 ignorieren wir einfach. Wenn der Wählerwille nicht eindeutig erkennbar ist, ist der letzte Zettel auch ungültig. Wenn ihr dann eure Quartier gemacht habt, wir haben da vorne schräg gegenüber auch geheime Räume, um geheim zu wählen. Dann präsentieren meine Wahlhelfer die Wahlurne, die ist leer, wir haben keinen doppelten Boden eingebaut oder sonst was. Die Reihenfolge habe ich zweimal verlesen, ich verlese sie noch ein drittes Mal. Die Zeile 1 für Roman, die Zeile 2 für Stefan und Zeile 3 für Markus. Denkst du, wenn Markus wieder da ist, muss es immer machen. Joa. Dann gibt es Fragen zum Wahlsystem. Also wenn jemand Enthaltung ankreuzt, war der Wahlzettel nicht ungültig. Also ich würde ihn dann trotzdem als Enthaltung zählen, weil es Enthaltung angekreuzt. Wir machen Approval, da gibt es keine Enthaltung. Ja, nein, oder gar nicht. Die ignorieren die Zwerge. Ihr kreuzt nur in der ersten Spalte an. Ein Ja. Ihr könnt ein. Das würde bedeuten, wenn einer Ja macht und alle anderen sich enthalten, wäre der angenommen. Das ist Bundeswahlgesetz nicht möglich. Was für Ding? Bundeswahl. Ja, das kennst du selber, das weißt du auch. Ja, Approval ist, wenn ein. Bei 14 Stimmzetteln nur ein einziges Kreuz auftaucht, dann hat dieser Mensch mit diesem Kreuz einen Direktkandidat, weil er mehr Zustimmung als Ablehnung hat. Da bin ich mal gespannt. Kein Kreuz ist eine Nein-Stimme. Ja, da bin ich mal gespannt. Ne? Ja, ja. Du kannst das Ding dann anfechten, wenn du willst. Das Landesschiedsgericht weiß ich. Immer über Arbeit. Ja, nicht der Erste. Das steht so in unserer GO, die habt ihr vorhin beschlossen, ne? Wird ja eh nicht der Fall sein, aber... Ja, ja, das ist richtig. Aber kein Kreuz ist... Enthaltung, beziehungsweise... Ja, keine Zustimmung, ne? Geht aber zum Quorum. Stimmt. Ja, ach, Quorum, ne? Da müssen wir auch drüber reden. Genau. Ich nehme das mal zu. Also, stimmt, du hast recht. Wenn nur ein Kreuz auf 14 Stimmzetteln ist, dann haben wir keinen Kandidaten und machen nochmal. In dem Fall gucken wir nach. Danke. Ja. Gewählt ist, wer die meisten Stimmen auf sich vereint, habe ich gerade gesagt, ne? Plus
mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmzettel eine Stimme erhalten. Das heißt, bei 14 abgegebenen Stimmzetteln muss der gewählte Kandidat mindestens 8 Stimmen haben. Mehr meinte ich nicht. Das heißt, wir gehen auf jeden Fall heute mit einem Direktkandidaten nach Hause. Es kann nicht passieren, dass wir sagen, die sind alle drin. Lass nur nicht einfach auf. Wir könnten diesen Wahlgang verkacken und dann gucken wir in die GO und dann könnt ihr entscheiden, ob wir einen neuen Wahlgang machen wollen oder ob wir es sein lassen. Okay. Also es gibt auch die Möglichkeit, keinen Kandidaten zu wählen. Richtig, wir können auch ohne Kandidaten machen. Ja, das ist mir schon klar, aber ich wüsste nicht, ob wir dann im Endeffekt noch irgendwann einwählen müssen. Approval Voting heißt übrigens, ihr kreuzt alle die Leute nicht an, die ihr auf keinen Fall haben wollt. Und nicht nur euren Lieblingskandidaten, ne? Weil sonst geht das Ding mathematisch nicht auf und wir machen noch ein paar Wahlgänge. Okay. Du hast das Wahlsystem mitbekommen? Nee, aber ich habe eine Ankündigung zu machen. Das ist Georg-Redefinger Pause. Nee, vor der Wahl. Warum? Lässt die Versammlung eine Ankündigung zu? Das wäre quasi ein Redebeitrag, Gastredner, ne? Ist die Wahl, und zwar kam vorhin die Frage wegen meines Studiums und wie ich das mit dem Bundestag etc. Die Fragerunde ist beendet. Warte doch mal. Nein! Ach, ihr seid schon in der Wahl. Wir sind ja in der Wahl. Okay, dann mache ich es kürzer. Nein! Du hast meine Rederecht und so. Ich ziehe meine Kandidatur zurück. Alles schön. Okay, auch gut. Das wollte ich kurz sagen und eine Begründung dafür abliefern, damit das nicht so im Raum steht. Das darfst du ja. Eben, deswegen kann man mich doch mal 3 Minuten ausreden lassen. Nee, ich wollte es begründen, damit das nicht so. Ja? Also vorhin war noch die schlaue Frage mit Studium. Uns klar, und ich habe mir ja gerade überlegt, das ist natürlich auch ein bisschen bekloppt, weil ja die Bundestagswahl jetzt seit 23 feststeht. Komm, mach's ja. Für den dummen Fall. Ist das, dass ich hier Direktkandidat werde, ist mir eigentlich auch gerade klar geworden, dass da ja mit Aufgaben, Wahlkampf und so weiter ja mit voll dranhängt. Und das läuft bei mir am Ende dann voll in den Hausarbeitszeitraum rein. Und um es einfacher zu machen, weil ich ja das hier so stand eben am Fenster und habe mir das überlegt, ziehe ich meine Kandidatur zurück und dann geht der Wahlgang auch schneller. Okay, da brauchen wir den Wahlzettel Nummer 2. Man kreuzt keine Wahlschlüssel an, bevor die Wahl nicht eröffnet ist. Ich habe schon gesagt, trotzdem will ich weitergehen. Die Versammlungsleitung unterbricht aus rechtlichen Gründen die Versammlung für 15 Minuten. Wir treffen uns hier wieder um 17.38 Uhr. Geht's weiter. Also, die Versammlung nimmt ihr Dings, was sie halt so tut, in 3 Minuten wieder auf. Solange erkläre ich euch das Wahlsystem nochmal. Wir machen Approval Voting, das heißt, wir verwenden nur die Spalte A. Wir haben noch 2 Kandidaten, das heißt, 1 für Roman und 2 für Stefan. Ihr könnt einen von beiden ankreuzen, ihr könnt beide ankreuzen, ihr könnt auch keinen ankreuzen. Rein statistisch gesehen solltet ihr mindestens ein Kreuz machen, um einen zweiten Wahlgang zu verhindern. Es sei denn, ihr wollt niemanden oder weiter wählen oder so, ne? Wer mehr Kreuze auf sich vereint, hat als keine Kreuze, hat erstmal das Quorum erreicht. Wer die meisten Kreuze hat, mindestens jedoch mehr als die Hälfte, ist Direktkandidat Wahlkreis 72. Fragen? Ja, Zettel W1 oder W2? Ja, da viele schon auf W1 angekreuzt haben, würde ich vorschlagen, wir nehmen den Wahlzettel W2. Also reicht den ersten weg, packt ihn in den Müll oder sonst wohin. Also Roman 1, Stefan 2, richtig? Roman 1, Stefan 2, genau. Jeder nur 1, nee, das darf ich nicht sagen. Ja, ansonsten habe ich jetzt 17.38 Uhr und wir machen offiziell weiter. Es gibt keine Fragen mehr zum Wahlsystem, dann präsentieren euch meine Wahlhelfer die Wahlurne. Wenn ihr euren Zettel abgebt, bringt eure Stimmkarte mit. Dass der Wahlgang abgestrichen worden kann, ne? Ja, wenn ich das abgestrichen habe.
passt. Gut, dann eröffne ich den Wahlgang um 17.38 Uhr. Hier am Tisch? Oder hier, kommt mal bitte zum Tisch. So, immer bitte die Kerze zuerst. We'll be right back.
Klasse. Darf ich? Yay! Wir haben ein Wahlergebnis. Bei 15 akkreditierten Piraten haben 15 ihren Stimmzettel abgegeben. Davon waren 0 Stimmen ungültig. Auf Roman entfallen 5 Stimmen. Auf Stefan entfallen 10 Stimmen. Damit hat Stefan das Quorum erreicht. Habe ich vergessen draufzuschreiben, eine war ungültig. Eine war ungültig? Na, wo zweimal Enthaltung angekreuzt war. Dann müssen wir neu auszählen, weil wir haben hier 15 gültige Stimmen. Ach nee, Quatsch, geht ja auch, es können ja mehr als 15 sein, klar. Ja. Stimmt, eine war ungültig, tut mir leid, aber die Auszählung 5 und 10 stimmt. Kann man unseren Wahlleiter ändern? Es gab einen Kandidaten, der nichts verstanden hat, und es gab einen, der das Wahlsystem verstanden hat. Nee, zwei mindestens. Die statistische Analyse des Wahlergebnisses ist mein Job, ne? Ich mit PowerPoint, ja. Stefan, nimmst du die Wahl an? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Alex, ich brauche einmal Kandidatenschutz. Das Blatt noch mal. Nach vorne Ansprache halten. Nee, im Ernst, sag zumindest Danke und Scheiße. Platz 2. Danke meinen Eltern für die Leo, komm her. Das ist die 17. Damit ist der Ball durch. Alex, deine Aufgabe ist ja, denn, dann kannst du jetzt nicht an die Fahne stellen und so wehen lassen. Dann kann man. Ist ein Stream, wo man vor so einer wehenden Fahne. So, ich möchte jetzt gerne den gerade gewählten Direktkandidaten die Möglichkeit geben, 2-3 Worte an die Versammlung zu richten. Also, ihr seid geil, nein. Ihr seid geil, ist voll angemeldet. Danke für eure Vertrauen an die Wahl. Und ich hoffe, wir machen einen geilen Wahlkampf. Und ja, danke für euer Vertrauen. Und an die, die mir das Vertrauen vielleicht nicht ausgesprochen haben, aus gewissen Gründen, ich bin mal offen und ich komme auch zu, wenn ihr Probleme mit mir habt und auch keine Probleme mit mir haben. Wir finden Probleme. Schön. Vertrauensperson. Ja, ich guck schon. Und Stellvertreter. Das ist ganz spannend. Hat jemand die EU verhandelt? Wie viele wovon wir brauchen? Ja, ich kann sagen. Zwei Vertrauenspersonen, zwei Stellvertreter, oder? Nein. Ja, wir wählen zwei, die klamüsern sich selbst aus, wer Stellvertreter ist und nicht. Gibt es gegen dieses Prozedere Einwände? Ja, der Zeuge. Na, wir brauchen einen normalen. Gut, dann wählen wir eine Vertrauensperson und eine stellvertretende Vertrauensperson. Gut. Wer möchte Vertrauensperson für diese Veranstaltung hier werden? Vielleicht so nebenbei der Job der Vertrauensperson ist, diesen ganzen Papierflut zum Kreiswahlleiter zu bringen, um dafür zu sorgen, dass das alles safe ist, ne? Das hättest du ihm erst sagen sollen, nachdem sie gewählt wurden. Nee, wir sagen das normalerweise vorher, weil es sinnlos ist, wenn sich jemand als Vertrauensperson aufstellt, der von sonst woher kommt und dann den örtlichen Wahlleiter besuchen muss. Also man muss das tatsächlich so in die Hand geben, das heißt Magdeburg. Das machen die Ton ja gleich von dir. Wieso Magdeburg? Kreiswahlleiter ist hier. Kreiswahlleiter, okay. Du möchtest das machen, Marco? Ich würde das machen, wenn ich wollte. Gibt es noch jemanden anderen, der das gerne möchte? Der Roman möchte das auch. So. Dann möchte ich mich nicht streiten, dann mache ich auch den Stellvertreter. Wer möchte? Danke. Wer möchte, dass Roman unsere Vertrauensperson wird, geben jetzt bitte seine Karte. Ja. Er schlagt alle schon, das ist toll. 4, 5, wer ist dagegen? Gut, Roman, du bist unsere Vertrauensperson. Wer möchte, dass Markus die stellvertretende Vertrauensperson wird? Ist jemand dagegen? Gut, dann ist Markus die stellvertretende Vertrauensperson. Haben wir etwas im Tagesordnungspunkt für sonst gesagt? Nee, gibt's nicht. Gut. Kann ja sein, dass jemand noch jemanden wünschen will. Das machen wir hinterher. Hast du gefragt, ob eigentlich gegen das Wahlergebnis ist?
Ja. Wechselt jemand das Wahlergebnis an, respektive mag nachzählen? Jetzt schon. Gut. Das ist nicht der Fall. Dann, ich jetzt die Versammlung schließen. Ich danke euch alle, dass ihr hier wart. Ich danke euch alle, dass ihr so lange ausgehalten habt, für die tollen Fragen, den Kandidaten für die Geduld und die Antworten. Ja. Dankeschön, kommt alle mit nach Hause. Ich bin stolz.